For 2,000 years, the church has told us this is what God looks like. He looks like this creed. He looks like this doctrine. Don't wear these pants. Take your hair, put it in a bun. Do this, do that. God says, I'm looking for holy people set apart in a circle in front of a bonfire, listening to my voice. Come to Eden, says the Lord. Break out of your mind. Break out of what you think that I am. Accept me for who I am. Open up the channels of your heart. I will fill you. I will heal you. I will overwhelm you. I will make you great again. Hallelujah. How close could we be to the second coming of our Lord Jesus Christ? How close could we be? How close? The church is asleep, but the Lord's coming back. In the name above all names, the name that will one day rule this place, the name that has authority beyond all names, the name by which the entire universe is held together, the name by which all uniform letters come and are existent to form our names. At that name, we bow. The name of Yeshua, the Son of the living God, Yahweh. I want you to raise your hands to heaven like a baby that's asking Abba to hold me. Following God is a choice. If you choose Him, understand He has already chosen you. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Gottesreichen Segen im Namen unseres wundervollen Herrn und Königs, des Passahlammes Gottes, Jesus Christus. Shabbat Shalom nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, wo auch immer ihr uns hören könnt, wo auch immer ihr seid. Herzlich willkommen zur 276. Ausgabe von Fragen über Gott und die Welt. Heute mit dem Thema die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Und ich freue mich, dass wir heute Abend wieder zusammen etwas virtuelle Gemeinschaft haben dürfen. Ja, der letzte Livestream am letzten Freitag, der ist ja leider ausgefallen. Ich habe es ja nochmal gepostet für diejenigen, die sich gewundert haben.
oder noch nicht erfahren haben, woran das gelegen hat, das liegt einfach daran, dass mein Computer kaputt gegangen ist. Der ging auf einmal aus, ging auch nicht mal an. Und das Problem war, dass wir am Freitag nicht mehr in den Computerladen zur Reparatur gehen konnten. Am Samstag, Sonntag hatte der Laden zu und am Montag war auf Zypern mal wieder einer der 320 Feiertage, die hier im Jahr stattfinden, nämlich Independence Day, also der Unabhängigkeitstag, sodass wir erst diese Woche am Dienstag zum Computerladen gehen konnten. Und ihr seht, wir sind wieder am Start und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass wir wieder hier sind. Manchmal weiß man Personen, Dinge oder auch Tiere erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr da sind. Und wenn wir schon beim Thema sind, und deswegen habe ich natürlich auch sehr vermisst, den letzten Livestream zu machen, umso schöner, dass wir heute wieder zusammen sein dürfen. Und wenn wir schon beim Thema sind, dass man manchmal Dinge oder Personen oder Tiere zu schätzen weiß, wenn sie nicht mehr da sind, möchte ich nochmal einen Gebetsaufruf machen und mich gleichzeitig auch bedanken. Denn ich habe ja vor allem auch nochmal auf Telegram darauf aufmerksam gemacht, dass eine Schwester hat mich angeschrieben. Da gibt es jemanden in der Familie, der heißt Bernd, der im Koma liegt. Und da habe ich nochmal darauf aufmerksam gemacht, bitte für diesen Bernd zu beten und auch nochmal für Schwester Jana. Und sie hat mir nochmal geschrieben, ich soll euch auf jeden Fall herzlich danken für die Gebete für Schwester Jana. Es hat auf jeden Fall Früchte gebracht und das ist natürlich auch eine gute Botschaft und da freuen wir uns also in ihrem Namen nochmal vielen Dank für die Gebete. Und dann ist unser kleiner Kater, den wir hier auf der Straße sozusagen von einem halben Jahr oder so zu uns genommen haben, nämlich Alfie, der ist jetzt seit gestern beim Tierarzt, der wird und wird auch dort versorgt, rund um die Uhr natürlich. Der wird noch einige Tage dort bleiben. Der hat nämlich einen Kampf gehabt mit dem Kater vom Nachbarn. Und der Kater vom Nachbarn, der heißt Rambo. Und ich kann euch sagen, das ist ein kleiner Rambo. Also Terminator würde auch gut passen zu dem. Also das ist wirklich so der einzige Kater, den ich ja wirklich manchmal, naja, nichts Gutes wünschen würde tatsächlich. Deswegen, ich würde mich auch freuen, wenn ihr für unseren Alfie auch nochmal beten würdet. Denn wir wissen ja, Gott rettet laut Bibel Menschen und Tiere. Das hat er vor der Sintflut getan und so Gott will, wird das vielleicht auch in Zukunft geschehen. Deswegen könnt ihr gerne für Alfie nochmal beten. Das würde uns sehr freuen. Auch wir wissen ihn natürlich so oder so zu schätzen. Umso mehr freuen wir uns, wenn er dann wieder da ist. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Christen, denen ich keinen frohen Ostern wünsche. Ich weiß nicht, ich feiere so lange kein Ostern mehr. Sagt man am Karfreitag schon frohe Ostern oder erst am Ostersonntag? Auf jeden Fall, ich wünsche niemanden frohe Ostern. Ja, genauso wie ich niemanden frohe Weihnachten wünsche, weil wir mit diesem heidnischen Gedöns nichts zu tun haben sollten. Weil Ostern hat nichts mit der Bibel zu tun, Weihnachten auch nicht. Wir wollen Gott treu sein. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deswegen feiern wir natürlich die Feste Gottes und kein heidnisches Gedöns aus dem Phantasialand des heutigen Christentums. Ja, der Grund auch, warum übrigens das Thema auch letzte Woche schon sein sollte, die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit, ist einfach der Fakt, dass wir, meine Frau und ich, letzte Woche unseren ersten Hochzeitstag gefeiert haben. Und deswegen, vor einem Jahr habe ich bereits dazu ein Video gemacht über das biblische Gottesbild, über die himmlische Hochzeit und den Bund mit Gott. Und das wollte ich eigentlich nochmal wiederholen nach einem Jahr. Nun, das war eigentlich auch der Grund, warum ich das Thema nochmal ansprechen wollte, weil meine Frau und ich, wie gesagt, ein Jahr verheiratet sind. Und die Zeit vergeht wie im Flug vor allem, seitdem wir auch auf Zypern sind. Und interessanterweise, nächste Woche Freitag kann ich schon mal ankündigen, da werden wir in diesem Livestream am Freitag auf YouTube das Thema der 8. April uns vornehmen, die Sonnenfinsternis, worüber ich ja schon das ein oder andere Video online gestellt habe. Und nächste Woche Freitag ist gleichzeitig auch der Geburtstag von meiner Frau. Also es gibt auf jeden Fall einiges zu feiern und zu begutachten, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Und deswegen, bevor ich in den Chat schaue, noch eine kleine Vorschau. Morgen gibt es ein Video auf diesem Kanal, nämlich der Ursprung von Ostern. Wann ist Jesus wirklich auferstanden? Ich kann es euch schon mal sagen, es war nicht am Sonntag. Also Ostern wird nicht nur an falschen Tagen gefeiert, sondern auch mit heidnischen Bräuchen wie dem Osterhasen oder Ostereiern.
Und ich weiß, dieses Bild ist vielleicht ein bisschen provokant, aber es beschreibt das heutige Christentum auf jeden Fall mal wieder sehr gut. Also morgen gibt es ein Video zu Ostern und am Sonntag gibt es ein Video CERN erwacht am 8. April, das NASA-Projekt 2024. Ja, nicht nur findet eine Sonnenfinsternis statt am 8. April oder der Teufelskomet kommt und was so alles da geschieht, sondern auch CERN wird wieder eingeschaltet am 8. April und auch die NASA hat ein Projekt am 8. April. Es gibt irgendwie keine Zufälle und das Video dürft ihr euch gerne auch anschauen. Das kommt dann am Sonntag online gegen 13, 14 Uhr wahrscheinlich. Und ich habe mir gedacht, weil ja letzte Woche Freitag der Livestream ausgefallen ist, machen wir einfach dieses Wochenende noch einen zweiten Livestream und holen den Livestream ebenfalls nach. Ich dachte mir, wenn ihr schon mal hier das Fest des Osterhasen haben, was ja die meisten Christen leider feiern, dann machen wir Sonntag um 20.15 Uhr einen weiteren Livestream. Sowohl auf YouTube wird er ausgestrahlt, als auch auf TikTok, nämlich Passahlamm oder Osterhase, was treue Christen wirklich feiern. Und ja, es ist natürlich erstaunlich, dass man dafür kritisiert wird, dass man die Feste feiert, die Jesus gefeiert hat und die Apostel. Aber wir leben nun mal im heidnischen Phantasialand und wie gesagt, heute das Thema die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Aber ich begebe mich noch mal kurz in mein schönes, gemütliches Studio zurück und schaue jetzt erstmal im Chat vorbei, um euch erstmal willkommen zu heißen und zu begrüßen. Und die erste Nachricht ist vom Endzeit-Reporter, dieser geirre Lehrer, der redet auch tatsächlich, dass wir unserem herrlichen Gott treu sind mit den Geboten Gottes. Wo kommen wir denn dahin? Ja, wenn ihr schon mal da seid, dann lasst doch gerne mal ein Like da und teilt gerne den Livestream. Das würde mich freuen. Danke dafür schon mal. Und das ist natürlich wünschenswert. Und ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben. Das würde mich mal interessieren, was ihr denkt über den 8. April, falls ihr meine zwei, drei Videos gesehen habt über die Sonnenfinsternis. Ob ihr denkt, alles Zufall, es wird nichts passieren. Oder das, ob ihr es spannend findet, interessant, was ihr denkt. Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, würde mich interessieren. So, dann heiße ich euch erstmal alle herzlich willkommen. Shabbat Shalom Monika und Hans-Peter, Gottes Segen und Shabbat Shalom an die Schwäbische Alb, an den Bruder Martin, auch an Nathalie, Shabbat Shalom und Gottes Segen, genauso wie an Florian und an Schwester Eva Kuhlmann nach Mannheim gehen. Liebe Grüße raus, Gottes reichen Segen ebenso. Shabbat Shalom an Annemarie und Gottes Segen. Liebe Grüße nach Namibia aus Zypern und herzlich willkommen und schön, dass ihr alle heute Abend wieder da seid. Liebe Grüße zurück an Verena nach Eisenhüttenstadt. Liebe Grüße an Iris. Shabbat Shalom. Gottes Segen an Bruder Orlando. Liebe Grüße gehen raus. Und an Arthur. Shabbat Shalom nach Schrobenhausen. Hey, MCM Bruder und die Inselchristin und auch Florian und so weiter und so fort. Auch dir einen schönen Abend. Geht raus nach München. Liebe Grüße auch an Wasserkind. Shabbat Shalom. Auch an die Naschkatze. In den schönen Norden, auch an Pierre Putika, Shabbat Shalom und liebe Grüße gehen raus zurück zu dir, genauso wie nach Oberhausen an Salvator, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Manuela, Gottes reichen Segen und liebe Grüße an deine Katze auch. Shalom und einen wunderschönen guten Abend an Sigrid. Und an Elias Juker, Shabbat Shalom in die wunderschöne Schweiz. Und direkt nochmal in die Schweiz, direkt hinterher, Shabbat Shalom, Gottes Segen und liebe Grüße ins schöne Zürich an Patriki. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Schön, dass wir heute Abend wieder am Start sein dürfen. Wie gesagt, das hat mir letzte Woche auch gefehlt und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir heute das nicht nur nachholen, sondern dass wir auch am Sonntag einen zweiten Livestream machen. Ja, wenn mal eine kurze Fragen kann man ja schnell beantworten, meistens jedenfalls. Wie findest du Norbert Link? Also was die Endzeitauslegung betrifft, so teile ich jetzt nicht, so sehe ich viele Dinge etwas anders. Er glaubt ja, der Antichrist kommt aus Deutschland oder Österreich, das glaube ich nicht.
Aber er ist auf jeden Fall für die Gebote Gottes, für die Feste Gottes, für den Sabbat, für die Speisegebote. Und das ist natürlich gut. Das gibt es selten im heutigen Christentum. Deswegen, also den würde ich mehr, 1000-mal, 100 Millionen-mal mehr empfehlen als Roger Libby zum Beispiel mit seiner Vorentrückung und der Gesetzlosigkeit. Ostern ist ein Sommerfest. Ich feier kein Ostern. Ja, Andreas, das ist doch sehr gut. Willkommen im Club, würde ich mal sagen. Shabbat Shalom an Animals, nochmal an an Michael Peter, Gottes Segen und Shabbat Shalom. In der Tat, danke Jesus für alles, was du für uns getan hast. Und ja, wenn man das Neue Testament liest, dann hat Jesus in der Tat alles für uns getan, nämlich sogar mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlt, damit wir eine Tür geöffnet bekommen ins Reich Gottes, zum himmlischen Vater. Und da kann man natürlich nicht oft genug danken, nicht nur Jesus, sondern auch dem himmlischen Vater, dass er seinen Sohn gesandt hat. Denn hätte der himmlische Vater Jesus nicht gesandt, hätte Jesus das alles nicht vollbringen können. Genau, da hat Patricki, der Bruder aus Zürich, natürlich absolut recht. Nämlich lasst mal gerne ein Like da, das würde mich freuen. Teilt gerne den Livestream in diversen Gruppen. Und falls nicht, naja, egal, Hauptsache ihr seid da, das ist doch schon mal positiv. Ja, Shabbat Shalom nach Schwerstadt an Alexander. Liebe Grüße an Uschi nach Heilberg-Moos bei München. Ja, dann liebe Grüße auf jeden Fall zurück. Und ein Shabbat Shalom an meine wundervolle Ehefrau, mit der ich eins bin, so wie der Vater und der Sohn eins sind, nämlich meine Frau, die Inselchristin. Ja, wie gesagt, wir hatten letzte Woche gemeinsam den ersten Hochzeitstag nach einem Jahr, logischerweise. Meine Eltern feiern dieses Jahr am 11. April goldene Hochzeit, 50 Jahre. Respekt kann ich dazu nur sagen. Ja, wer kann davon schon heute reden? 50 Jahre verheiratet, goldene Hochzeit. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber mit Gottes Hilfe ist natürlich alles möglich. Dann einen wunderschönen guten Abend, Gottes Segen und Shabbat Shalom an Immaculata Marano. Buonasera und liebe Grüße, schön, dass du auch heute Abend wieder dabei bist. Und nochmal mille grazie für, du weißt schon was, ich sag nur TikTok und so weiter. Hallo an Gian Claudio Kretzdon, hallo zurück. Shabbat Shalom nach Berlin in die schöne, naja, was heißt schöne, in die Hauptstadt einfach. An Marvin. Shabbat Shalom nochmal an Klaus Warmuth, Gottes reichen Segen an Dom. Schönen Abend auch an dich. Liebe Grüße nach Unna und Shabbat Shalom ebenso. Ja, Shabbat Shalom, lieber Bruder Jeremy, Gottes reichen Segen auch an dich. Im Namen unseres Königs, Yeshua HaMashiach, dem Herrn der Herren, dem Passalam Gottes. In der Luther 1912 steht, er ist das Osterlamm. Muss man sich mal vorstellen. Jesus ist Osterlamm. Ja, also, aber gut. So ist es halt im Phantasialand des heutigen Christentums. Shabbat Shalom an Ingeborg. Liebe Grüße auch an Claudia. Shabbat Shalom auch an Marzena, Gottes Segen. Und liebe Grüße an dein Kätzchen natürlich auch. Uschi freut sich sehr, heute auch wieder dabei sein zu dürfen. Ja, die Freude ist ganz meinerseits oder ganz unsererseits natürlich. Shabbat Shalom an Tobi, Gottes Segen, liebe Grüße. Shabbat Shalom nach, in den Bremerhaven nach Norddeutschland an Bert Lady. Wir haben ja noch eine Frage, so viel ich weiß. Was hältst du von der Idee, dass die Sonne Gott ist? Denn in der Bibel steht, Gott gibt Licht, Wärme und lässt die Felder gedeihen. Ja, also wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, dann ist damit nicht gemeint, dass Jesus natürlich die Sonne ist. Das gibt's in einer okkulten, esoterischen Dokumentation namens Zeitgeist. Vielleicht kennt der ein oder andere die Doku. Laut Bibel hat Jesus Sonne, Mond, Himmel, Erde, Mensch, Tiere, Sterne, alles erschaffen.
Gott ist nicht die Sonne. Das haben die alten Ägypter geglaubt in ihrem ägyptischen Phantasialand. Deswegen haben sie den Sonnengott Ra angebetet. Aber Gott ist der Schöpfer aller Dinge, auch der Sonne. Da kannst du mal Genesis Kapitel 1 lesen. Da steht nämlich, dass Gott die Sonne und den Mond erschaffen hat am Himmel. Und zwar aus zwei Gründen. Nämlich einmal zur Berechnung der Zeiten und als Zeichen. Das Wort Zeichen im Hebräischen ist das Wort Ot, das heißt auch Warnung, Omen oder Signalen. Und so geben uns Sonne und Mond Signale, Blutmonde, Sonnenfinsternisse. Und das Zeichen, das Wort für Zeichen im Hebräischen ist das Wort Moedim. Und das bezieht sich auf die Zeichen, auf die Festtage Gottes, damit wir sie auch erkennen. Deswegen, das hat absolut überhaupt nichts damit zu tun, dass Gott die Sonne ist. Ganz im Gegenteil. Shabbat Shalom, Gottes Segen an Maurice, liebe Grüße zurück. Nee, PC-Freak, dann hätte die Bibel auch recht, dass es nur einen Gott gibt, eben die Sonne. Nee, ich weiß nicht, ob du die Bibel mal gelesen hast, aber da stießt du ja schon in den ersten Kapiteln, dass Gott die Sonne erschaffen hat. Also Gott hat ja nicht Gott erschaffen, deswegen, wer glaubt, Gott sei die Sonne, ja, ich weiß nicht, was du so für Dokus gesehen hast. Ich würde dir empfehlen, einfach die Bibel zu lesen und an das zu glauben, was in der Bibel steht. Ja, weil wir sind ja nicht im Ägypten oder in irgendeiner antiken anderen Nation, die irgendwie den Sonnengott angebetet hat. Shabbat Shalom, Gottes Segen an Philipp und an unseren Admin und Bruder hier, Bruder Manuel, schön, dass du auch dabei bist. Gottes Segen und Shabbat Shalom auch an dich. Und seine Antwort an PC-Freak ist, nicht gemeint, aber auf keinen Fall. Die Sonne ist Teil der Schöpfung, doch Gott ist der Schöpfer aller Dinge, der erst alle Dinge ins Dasein rief. So ist es. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Nicht die Sonne hat gesprochen, oh, ich fange jetzt mal an zu scheinen und dann schien sie. Nein. Das erscheint mir sehr falsch zu sein. Genesis 1,16, und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. So ist das. Ja, also die Sonne kommt ja nicht aus dem Nix. Ja, das muss ja irgendwie auch gekommen sein. Und die Sonne, das wäre ja wirklich langweilig, wenn Gott die Sonne wäre. Ja, da könnten wir ja gar nichts mit Gott reden, weil die Sonne hat keine Ohren oder ist ja auch, kann man ja sonst nichts damit anfangen. Jesus sagte, Gott ist Geist. Deswegen Gott, den Vater an für sich mit unseren Augen, können wir sowieso nicht wahrnehmen. Meine Gemeinde feiert gestern das Sederfest und heute Karfreitag. Tja, was soll man da machen? Am besten mein Video zeigen, das ich morgen online stelle. Oder lade sie alle ein, dass sie am Sonntag um 20.15 Uhr im Livestream dabei sind. Ja, das ist halt, nun, was soll man sagen? Ja, die meisten Christen halten halt an ihren Traditionen fest. Und wie kam Ostern überhaupt ins Leben? Ganz einfach die Geschichte des römischen Christentums. Die ersten, die das geändert haben, das waren Antisemiten. Die haben alle gedacht, die Juden haben Jesus gekreuzigt. Wir wollen mit den in Anführungsstrichen jüdischen Festen nichts zu tun haben. Als hätten die Juden jetzt das Passafest erfunden. Das sind natürlich gottesheilige Festtage, die wir als Christen ebenfalls heilig halten sollen. Und nicht Osterhase und Weihnachtsmann. Ich wünsche kein schönes Ostern, aber eine schöne Zeit. Ja, eine schöne Zeit, die dürfen wir natürlich haben. Ja, ich sag, wie würde ich Ostern ausdrücken? Ich wünsche allen vom Staate anerkannte staatliche Feiertage mit heidnischen Gebräuchen, die biblisch betrachtet Götzendienst sind und von denen man sich als Christ verabschieden sollte. Aber frohe Ostern wünsche ich ebenfalls keinen. Aber Gott sagt doch in der Bibel, er ist das Licht. Ja, das Licht, aber nicht die Sonne. Wo steht in der Bibel, dass Gott sagt, ich bin die Sonne? Nein, das Licht. Das Licht der Welt, das uns erleuchtet. Aber PC-Freak, kann es sein, dass du Zeitgeist gesehen hast? Kann das zufällig sein? Wie gesagt, am besten einfach die Bibel lesen. Das ist die beste Sache. Shabbat Shalom an Lea. Liebe Grüße. Birdlady schreibt, bei uns sind es 15 Jahre verheiratet im Juli. Ja, da habt ihr 14 Jahre mehr auf dem Puckel sozusagen. Das werden wir logischerweise noch nicht einholen, aber nachholen.
Also dann Glückwunsch im Voraus. Ich weiß nicht, ob das Glück oder Unglück bringt, aber wenn es soweit ist, werde ich auf jeden Fall auch gratulieren. Ich freue mich heute schon auf morgen. Ja, das ist doch gut. Warum auch nicht? Shabbat Shalom nach Nordrhein-Westfalen an Silvia, genauso an deine Katze. Von wem sind die drei Videoclips im Intro? Einmal Jim Staley, den anderen habe ich den Namen jetzt nicht im Kopf und der dritte weiß ich gar nicht jetzt aus dem Stegreif. Kann ich dir leider nicht sagen. Shabbat Shalom an Schwester Dani, Gottes Segen, liebe Grüße und schön, dass du auch wieder dabei bist. Liebe Geschwister, könnt ihr bitte für meinen Rücken beten? Habe mich beim Sport verletzt. Danke. Das ist natürlich schlecht. Ich sag ja, Sport ist Mord, aber wir hoffen natürlich nur das Beste. Deswegen würde ich sagen, ich bete jetzt direkt für den Fall, dass es nachher irgendwie untergehen soll. Also falls hier jemand dabei ist, der Beschwerden hat, dem es schlecht geht, körperlich, geistig oder weil er denkt und meine Videos falsch verstanden hat, dass am 8. April jetzt die Welt untergeht, habe ich auch schon merkwürdige Kommentare gesehen. Oder dass wir entrückt werden, was ja absolut nicht sein kann, werde ich euch alle in die Gebete mit einschließen. Und ihr könnt euch natürlich dran beteiligen. Himmlischer Vater, ich bete zu dir im Namen deines wundervollen Sohnes Jesus Christus. Vater, ich danke dir, dass wir heute wieder Gemeinschaft haben dürfen. Wir danken dir, Vater, für deinen Sohn, den du in die Welt gesandt hast. Und ich bete für alle Christen, die krank sind, die Probleme haben und die Sorgen und Nöte haben, dass du sie heilst, dass du sie stärkst, dass du ihnen neue Kraft gibst, dass du ihnen Antworten schenkst auf Fragen, die sie bis jetzt nicht beantworten konnten, dass du den Heiligen Geist über sie legst, deinen Schutz und deine Gnade. Und dass wir gemeinsam an Erkenntnis wachsen, an Liebe wachsen und auch an Mitgefühl für andere Menschen und für die Tiere. Und deswegen bete ich alle für alle Christen, die krank sind. Und ich bete auch für alle Menschen, die deinen Sohn und dich noch nicht erkannt haben, dass du, wenn es dein Wille ist, ihnen die Herzen öffnest für dich und deinen Sohn. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. So sei es und so wird es. Wir wissen, Gebete haben Macht, weil wir einen mächtigen Gott haben, der einzige Gott, der Gebete erhören kann. Da bringt es nichts, zu Buddha, zu Krishna, zu Mohammed, zu Allah, den islamischen Allah, zu beten, weil die gibt es sowieso nicht. Und Jesus lebt, Jesus hat Menschen damals geheilt und durch Jesus kann man heute noch Heilung erfahren. Das habe ich am eigenen Leib erlebt, das habe ich bei anderen erlebt und das hoffe ich natürlich, dass es auch bei Bruder Patrick hier, aber auch allen Geschwistern geschieht, die krank sind und Heilung brauchen. So, und dann direkt nochmal ein riesen Dankeschön an Schwester Immaculata Marano. Mille grazie, grazie mille für die Unterstützung. Vielen lieben Dank nochmals, liebe Schwester, für die Unterstützung. Von Herzen sehr gerne und von Herzen sage ich mille grazie. Thank you, toba rabba. Merci beaucoup. Oder wie wir neue Zyprioten mittlerweile sagen, Evaristo. Und wir schauen weiter in den Chat. Auch einen herzlichen Dank an alle, die den Livestream geteilt und geliked haben inzwischen. Shabbat Shalom an Victoria und gottesreichen Segen. Liebe Grüße an Tantan nach Aschaffenburg. Klaus wartet, was am 8. passiert. Ja, was anderes wird uns auch nicht übrig bleiben. Ich bin auch gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass nichts geschieht. Also das ist natürlich auch immer möglich. Aber nein, die Ereignisse, die so oder so geschehen werden am Himmel, die sind schon erstaunlich. Shalom auch an Mario. Dieser Komet ist mir Schnuppe. Ja, schauen wir mal.
Im Sinne, es gibt keine Zufälle. Im Rückblick werden wir erkennen, was sich am 8. April ereignet hat. Ja, ich glaube, der 8. April ist ein, was ist das denn für ein Tag? Ein Montag. Wir werden gucken. Wir werden schauen. Ja, Florian hat natürlich absolut recht. Nach dem 8. kommt der 9. Das ist natürlich richtig. Shabbat Shalom an Ro, Gottes Segen auch an dich. Liebe Grüße gehen zurück nach Oberbayern. Ich feiere auch kein Ostern. Sehr gut, Claudia. So muss das sein. Shabbat Shalom an Chris, Gottes reichen Segen und Shabbat Shalom. Ich warte erstmal den 8.4. ab, wenngleich man alles im Auge behalten muss. So ist das natürlich. Antwort auf PC-Freak von Manuel. Ja, das geistliche Licht. Jesus sagt auch, er ist die Tür und man soll sein Fleisch kauen und sein Blut trinken. Frage, meinte Jesus das buchstäblich oder geistlich? In der Tat, ja, wenn Jesus nur eine Tür wäre, ja, die man in jedem IKEA-Fachhandel kaufen könnte, dann würden wir ziemlich alt aussehen, wenn die Tür am Kreuz von uns gestorben wäre oder wenn man jetzt ein Kannibale sein müsste und das Fleisch von Jesus essen sollte. Natürlich, wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Ja, warum? Weil die Menschen in der Finsternis leben. Und in der Bibel heißt es, Sünde ist wie Finsternis. Und weil Jesus perfekt ist, niemals gesündigt hat, ist er natürlich das Licht der Welt. Ein sündenloses, perfektes Wesen. Und deswegen konnte auch die Sünden der Welt auf sich nehmen. Gott ist nicht erfreut, sondern zutiefst erzürnt über Menschen, die die Sonne anbeten. So ist das. Kann man ja gerne mal in die Bibel schauen, was da steht. Da gibt es auch einige, sogar Israeliten, die warfen sich anbetend vor der Sonne nieder. Und sie hätten es besser wissen müssen. Ich meine, wenn die antiken Ägypter, die noch niemals was von der Bibel gehört haben oder wie auch immer, da die Sonne angebetet haben, naja, aber wenn selbst das Volk Gottes das macht, ja dann weiß nicht, in welchem antiken Phantasialand da man angekommen ist. Auch noch ein Vers, Hesekiel 8,15, und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, du sollst noch mehr, noch größere Gräuel sehen als diese. Ah ja, das ist ja der Bibelvers, sehr gut. Wieder mal zwei Christen ein Gedanke. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, nämlich des Tempels Gottes, und sie am Eingang des Tempels des Herrn zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, jetzt kommt's, ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet und sie warfen sich nach Osten hin anbetend vor der Sonne nieder. Ja, kann man das glauben? Sie warfen sich anbetend vor der Sonne nieder. Und hat Gott dann gesagt, ja super, egal ob Sonne, Mond und Sterne, Hauptsache ihr betet mal irgendwas an. Gott hat im Gesetz Gottes gesagt, in der Tora, in der ganzen Bibel, wir sollen nicht niederknien vor irgendwas Erschaffenem. Im Neuen Testament sagt Paulus, die Menschen sind so verwirrt, anstatt den Schöpfer anzubeten und ihm die Ehre zu geben, beten sie Geschöpfe an oder irgendwas, was Gott erschaffen hat, die niemanden helfen. Der Einzige, der helfen kann, ist Gott Allmächtige und sein Sohn Jesus Christus. Deswegen am PC-Freak, das ist alles nicht böse gemeint, aber es geht ja hier um ewiges Leben und natürlich würden wir uns wünschen, wenn du auch das Geschenk annimmst, das Gott uns gemacht hat durch Jesus Christus und nicht durch die Sonne. Übrigens, in dem Buch der Offenbarung heißt es über die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also laut Bibel brauchen wir am Ende des Tages gar keine Sonne mehr, aber Gott und Jesus in der Tat schon. So, dann noch zweimal ein Dankeschön. Einmal an Schwester Dani. Herzlichen Dank. Mille grazie, merci beaucoup. Evaristo, tota rabba und muchas gracias und gencuia für die 10 € Kanalunterstützung. Und dann nochmal ein herzliches Dankeschön an Schwester Eva Kuhlmann für die 59,99 € Kanalunterstützung. Vielen lieben Dank, muchas gracias und merci beaucoup für die Wertschätzung. Vielen lieben Dank dafür. Das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Und ja, Dankeschön an dieser Stelle. Danke auch an alle, die den Livestream geteilt und geliked haben. Uiuiui. Also an alle, die hier schon auf das Thema warten. Ich komme heute aus dem Danken nicht heraus. Aber ich sag mal so, es gibt ja Schlimmeres. Ja, dann
noch an Bruder Patrick E. Danke, Bruder, für die 48 Schweizer Franken. Lieber Bruder Markus, danke für deine wertvolle Arbeit für das Reich Gottes. Sei gesegnet im Namen des Herrn Yeshua und alles Gute zum ersten Hochzeitstag. Ja, vielen Dank dafür natürlich. Herzlichen Dank. Und ja, ich bin Gott natürlich dankbar, dass ich den Computer wieder habe, beziehungsweise mir noch einen neuen Computer zulege, damit für den Fall, dass was ist, ich auf den wieder zugreifen kann. Denn ich muss sagen, es ist ja einiges, was wieder passiert. Und wenn ich da ja nicht arbeiten kann, das ist so, also das ist schon, ja, da fehlt auf jeden Fall was. Also vielen Dank auch an dieser Stelle. Also gehen wir nochmal durch. Danke, mille grazie, immacolata. Danke an Schwester Dani, an Schwester Eva und danke auch nochmal an Patricki. Herzlichen Dank dafür. Und herzlichen Dank übrigens auch an alle Glückwünsche zum ersten Hochzeitstag. Ich habe ja das auch gepostet auf, das Bild kann ich ja auch ruhig mal zeigen. Das habe ich vor einem Jahr auch schon gezeigt. Das ist nämlich auch unser, das sind nämlich auch unsere echten Hände sozusagen. Augenblick hier. Wir danken euch für eure Glückwünsche. Das haben wir vor einem Jahr gemacht. Das tun wir heute auch. Zumindest seht ihr mal unsere Hände und unsere Ringe. Auf dem Ring steht ein Bibelvers, nämlich 1. Johannes. Gott ist Liebe. Und das ist natürlich auch wahr. Und deswegen, meine Frau und ich, danken euch für alle Glückwünsche, die eingegangen sind zu unserem ersten Hochzeitstag. Und sehnsüchtig warten wir alle gemeinsam auf den großen Hochzeitstag Gottes, wenn ein Bund für die Ewigkeit dann nicht nur geschlossen, sondern vollzogen wird und uns niemand mehr zu trennen vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und schau mal weiter in die Kommentare. Und wo ich stehen geblieben bin, so, ich glaube, hier machen wir weiter bei der Begrüßung. Nein, hier. So, genau. Ja, Shabbat Shalom an Tanja, an Vova Weber, Shabbat Shalom. Und an Patrick, Shabbat Shalom, Gottes Segen, liebe Grüße. Oh, der ist ja süß. Der ist ja putzig. Liebe Grüße in die schöne Pfalz. Jens, Mia und Melo. Kater Mio gibt es leider nicht mehr seit einiger Zeit. Dann auf jeden Fall mein herzliches Beileid. Aber liebe Grüße auf jeden Fall zurück. Und ja, der sieht natürlich süß aus. Der hat so Ohren wie Yoda bei Star Wars. Ja, sehr schön. Sehr süß. Zum 8. April, wir sollen keine Angst haben, ändern können wir es sowieso nicht. Jehova weiß, was passiert, wir werden es sehen. So ist es. Einige haben, also gerade in Amerika, weil die Saisonfinsternis hat auch irgendwas zu tun mit einer Stadt namens Rapture. Rapture heißt die Entrückung. Einige Amerikaner gehen davon aus, dass die Entrückung am 8. April stattfinden wird. Ja, das ist absolut unbiblisch. Kann natürlich nicht sein. Aber ich sehe immer wieder, dass einige tatsächlich an die Vorentrückung auch glauben. Ja, ich meine, Paulus sagte, wir werden entrückt zu Jesus, wenn Jesus kommt. Und Jesus sagte in Matthäus 24, er kommt nach der Drangsal, aber einige Christen sagen, nee, er kommt vor der Drangsal. Das hat der Jesus bisher falsch verstanden. Man kann ja nicht alles wissen. Ich weiß es besser. Er kommt ja vor der Drangsal. Junge. Naja. Shabbat Shalom, Patricia Gürt und Michael Rüth, Gottes Segen und liebe Grüße und Shabbat Shalom. Oder wir werden tot in die Augen schauen, kann man nur hoffen, dass er blind ist. Ja, gesegneten Shabbat, Barbara, Gottes Segen. Mich würde interessieren, in welche Gemeinde, Kirche oder so du bist. Also erstmal, Konfession haben wir keine. Wir sind einfach Christen und folgen der Bibel und Jesus Christus. Ja, weder katholisch, evangelisch noch sonstiges. Aber eine Gemeinde haben wir zurzeit nicht oder eine Kirche. Weil wir sind letztes Jahr nach Zypern ausgewandert und hier gibt es die zypriotisch-orthodoxe Kirche meistens. Wir hoffen natürlich, dass, wenn weitere Deutsche noch wir kennenlernen, irgendwie auch die Christen sind und natürlich am besten bei den Sabbatzeiten, dass sich irgendwie Hauskreise daraus kristallisieren und das wäre schön. Also wenn ihr Interesse habt, auszuwandern,
Zypern kann ich nur empfehlen, die biblischste Insel der Welt. Viele sind, als die Christen verfolgt wurden im Römischen Reich, laut Neuem Testament, laut Bibel selbst nach Zypern geflüchtet. Und hier waren interessante Persönlichkeiten wie Johannes, Paulus, Barnabas, Lazarus, Markus. Und im Alten Testament steht, dass Zypern auch gegen den Antichristen kämpfen wird. Also so oder so sind wir auf der richtigen Seite. Was hältst du von dem Film Die Hütte? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe einiges gehört und da soll der Heilige Geist als Frau irgendwie dargestellt werden. Ja, wenn es heißt, Gott ist Geist. Also der Heilige Geist hat aus meiner Sicht keine Personifizierung, weder Mann noch Frau, sondern geschlechtslos, genauso wie die Engel. Deswegen weiß nicht, ob sich das lohnt, sich den anzuschauen. Sabine Meyer, Shalom, Bruder Markus, Gottes Segen. Das biblische Gottesbild besteht doch aus Vater, Sohn und Heiliger Geist, richtig? Denn Johannes 14, 26 heißt es ja, der Heilige Geist lehrt uns alles so Person, oder? Wir werden heute ein bisschen drauf eingehen. Nun, Vater, Sohn würde ich auf jeden Fall dazu ja sagen, beim Heiligen Geist nicht, denn kein Mensch in der ganzen Bibel hat jemals zum Heiligen Geist gebetet oder den Heiligen Geist angebetet. Und dass der Heilige Geist eine Person ist, lehne ich auch ab, weil jede Person hat einen Namen. Der Vater hat einen Namen, der Sohn, Jesus. Aber der Heilige Geist hat keinen Namen. Und ich glaube nicht, dass der Vorname vom Heiligen Geist Heiliger ist und der Nachname Geist. Ja, deswegen, ich habe aber dazu über den Heiligen Geist einige Videos gemacht auf diesem Kanal. Kannst du dir gerne anschauen. Und auf das Gottesbild werden wir auch hier im Livestream noch zu sprechen kommen. Man sollte sich die 10 Gebote unbedingt fest einprägen, als wenn sie auf der Stirn sind. So ist es auch. Das Mahnzeichen des Tieres ist auf der Hand und auf der Stirn. Im Alten Testament in der Tora, im 5. Buch Mose, Kapitel 6 und Kapitel 11 heißt es, wir sollen das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes auf die Hand und auf der Stirn haben. Dass wir sie nicht vergessen, im Kopf behalten, uns einprägen im Geist und dass wir, dafür steht die Hand, danach tun. Wir sollen nicht Hörer des Gesetzes sein, sondern tun, was das Gesetz sagt. Das sagt auch Paulus in Römer 2 zum Beispiel. Denn Glaube ohne Werke ist tot und viele haben einen toten Glauben im Christentum. Shabbat Shalom an Frosi, Gottes reichen Segen. Shabbat Shalom an Naomi, liebe Grüße gehen zurück. Im Fernsehen läuft ein Witzfilm über die Sintflut. Die haben das dritte Gebot vergessen. So ist das dann in der Dunkelheit. Ja, ich habe auch mal einen Film gesehen von Moses und den Exodus. Der ist schon ein bisschen älter her. Und als man dann das dritte oder vierte Gebot zitiert hat, da hat man gesagt, heilig den Feiertag. Ja, wo da steht, heilig den Sabbat. Da hat man einen katholischen Moses-Film anscheinend gemacht. So ist das halt. Gottes Segen an Worker 83. Eliasa schreibt, der Livestream letzten Freitag fand ja wegen einem Kurzschluss nicht statt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da habe ich eine Empfehlung für dich, MC. Eine Empfehlung, ja, dann immer gerne raus damit, mit der Empfehlung. Danke für die Antwort und denke, die Bibel kann man so und so nehmen, denn die 10 Gebote sind ja schon wortwörtlich zu nehmen. Die Bibel kann man so und so nehmen. Ja, du kannst natürlich auch reinlesen, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dass du dann sagst, ja, Son of God oder Son of God, da spricht man ja im Englischen gleich aus, also es ist ja egal, ob ich jetzt sage, Jesus ist der Sohn oder die Sonne, ist ja eigentlich auf Englisch ein und dasselbe. Das kann man natürlich so und so nehmen. Aber im Heiligen Geist bekommen wir Verständnis, wie wir die Bibel zu nehmen und zu interpretieren haben. Aber wenn du Fragen hast über die Bibel oder sonst wie, kannst du sie natürlich gerne stellen. PC-Freak. Shabbat Shalom, möge die Liebe und der Frieden Gottes in euren Herzen regieren. Amen, Stefan und Shabbat Shalom. Und nein, Zeitgeist kenne ich nicht, hab da mal selbst drüber nachgedacht. Tja, in der Bibel heißt es, die Gedanken des Menschen, die können einen täuschen. Ja, wir können nur Gottes Wort vertrauen und uns selbst können wir noch nicht mal vertrauen, weil wir können ja auch falsch liegen mit vielen Dingen. Und jeder, ich bin auch sicher, kein Christ auf der ganzen Welt, weder einer im Chat, noch ich, noch in Amerika oder sonst wo, weiß alles, was in der Bibel steht und hat für alles die richtige Auslegung. Das glaube ich nicht. Sie werden uns am 8.4. den Strom abschalten. Die Schuldigen stehen ja schon fest. Arme Clara.
Ja, warten wir mal ab. Aber die Sonnenfinsternis vom 8. April, die ist ja nur in Amerika zu sehen. Nicht bei uns in Europa, auch nicht in Deutschland, auch nicht auf Zypern. Guten Tag in die Schweiz, Thomas. Ich empfehle dir Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz von Ehmann und Brennstuhl zu kaufen, um die Geräte zu schützen und am besten mit Schalter und Strom, um Strom zu sparen. Ja, wir haben, auf Zypern ist es so, wir haben hier auf jeden Fall Schalter an der Wand. Das heißt, ich drücke einen Schalter an der Wand und dann ist der Strom aus. Das mache ich jetzt auch immer. Das habe ich davor leider nicht gemacht. Jetzt mache ich das und Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz ist auf jeden und oder Brennstuhl kaufen. Ich hoffe, meine Frau hört mit und davon bin ich überzeugt oder ich weiß es auch. Das ist eine gute Sache. Danke für den Tipp. Das werden wir auf jeden Fall beherzigen. Danke dafür. Wir müssen immer abwägen bzw. im Geist Gottes auslegen, also Kontext der restlichen Heiligen Schrift. Manches ist buchstäblich, manches ist geistlich. So ist das. So ist das. Man muss dann immer wissen, was wann wie auszulegen ist. Es kommt jetzt keinen einziger Film im Fernsehen bei uns über Jesus. Man könnte meinen, der Fernseher wird vom Teufel kontrolliert. Ja, das war früher tatsächlich anders. Ich meine, auch wenn ich jetzt kein Weihnachten oder Ostern feiere, so weiß ich noch, früher an Ostern und Weihnachten kamen so viele Jesus-Filme überall, selbst bei RTL manchmal oder bei ZDF, ARD. Aber das ist ja heutzutage, man legt immer weniger Wert auf die heiligen Worte Gottes, auf das, was in der Bibel steht. Aber wem wundert das schon in der Endzeit? Shabbat Shalom an Dorothee, Gottes Segen und liebe Grüße. Genau, auch von meiner Frau herzlichen Dank und für die Glückwünsche zum ersten Hochzeitstag. Vielen Dank dafür. Mille grazie nochmal im Namen meiner Frau. Ein schönes Bild, ja, in der Tat. Und damit es nicht falsch verstanden wird, wenn die Bibel natürlich sagt, die Braut von Jesus, dann ist damit natürlich keine Frau aus Fleisch und Blut gemeint, sondern das Volk Gottes. Aber darauf kommen wir noch heute zu sprechen. Shabbat Shalom an Reni. Nochmal alles Gute und liebe Glückwünsche zum ersten Hochzeitstag. Und das Foto ist wunderschön. Seid reichlich gesegnet, ihr Lieben, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Ihr meintet wahrscheinlich gar nicht dieses Foto. Ich kann ja das andere Foto nochmal einspielen. Ja, lassen wir das kurz ruhig nochmal auf uns wirken. Übrigens fällt mir ein, Schatz, du hast ja dieselben Nagelfarbe wie die Blumen. Interessant, interessant. Bei mir ist es nicht der Fall, natürlich, ist ja logisch. Wäre ja auch noch schöner. Gut, gehen wir weiter. Shabbat Shalom an Olaf. Liebe Grüße auch an deinen Hund, falls es denn deiner ist. Der Hund ist dir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Franz von Assisi. Ja, so ist es. Manchmal ist das wirklich so. Also manche Tiere habe ich irgendwie mehr ins Herz geschlossen als den ein oder anderen Mensch ohne Namen zu nennen. Aber ja, in der Bibel heißt es, Gott rettet Menschen und Tiere. Deswegen Gott liebt natürlich seine Geschöpfe auch. Shabbat Shalom, Larissa. Und dann kommt noch ein Dankeschön, nämlich für ein neues Mitglied, nämlich Bird Lady. Herzlichen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Für diejenigen, die schon eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben, ihr habt im Grunde genommen einen einzigen Vorteil. Ihr könnt nämlich die ganzen Videos, ich weiß nicht, wie viele das sind, 10, 15 oder so, die noch nicht online sind, die könnt ihr schon jetzt euch anschauen. Nachher werde ich auch das Ostervideo noch für die Community da posten. Das könnt ihr dann auch sehen. Es kommt zwar morgen online, aber naja. Und ja, macht gerne davon Gebrauch, weil das machen gar nicht alle. Gottes Segen und Shabbat Shalom. Nochmal in schöne Schwitzerländle nach Atir, zu Atir. Wir sind auch gleich unten im Chat angekommen. Das heißt, wir werden dann auch starten mit dem Thema natürlich.
Hallo, das ist aber ein langer Name. LSD, Alien Engine. Meine Güte, was hast du dir denn bei diesem Namen gedacht? Aber auf jeden Fall, hallo. Ja, ich würde für eine Auswanderung nach Zypern interessieren. Wie kann ich mich mit euch in Verbindung setzen? Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, markus@hotmail.de. Und ja, also ich kann dir da auf jeden Fall natürlich auch unsere Tipps geben. Wir sind am 18. Mai, ein Jahr auf Zypern. Das dauert ja auch nicht mehr so lange. Ich glaube 7 Wochen oder so. Und dann machen wir mit meiner Frau gemeinsam, ja Schatz, du hast richtig gehört, du musst dabei sein, gemeinsam machen wir dann einen Livestream und geben Bericht ab, wie es ist nach einem Jahr Zypern. Und ja, ich denke, das wird auch interessant für den einen oder anderen. Der Tod. Ist die Energie zu teuer? Wärm dich doch am Fegefeuer. Der Winnetou und Red Shatterhand, das sind schon, die haben schon gute Sprüche hier drauf. Ich habe vor wenigen Tagen einen Film von der Bibel gesehen, vom ersten Tag der Schöpfung bis Abraham. Ja, es gibt wunderbare Bibelfilme. Also es gibt sehr gute Bibelfilme, muss ich sagen. Und also vom Alten Testament finde ich immer noch die Josefsgeschichte sehr, sehr, sehr schön. Also der verkauft wurde von seinen Brüdern. Und im Neuen Testament würde ich sagen, das Johannesevangelium, die Verfilmung. Es ist sehr gut. Shabbat Shalom. Oh, nach Italien. Mille grazie. Moment. Buonasera. Um Gottes Segen und Shabbat Shalom. Nach Italy. 10 points, Italy. Germany, 0 points. You are too stupid to sing in the European Song Contest. Ja, wo aus Italien, wo in Italien bist du denn gerade, wenn ich mal fragen darf? Habe es notiert, sehr gut, mit der Sache. Ich hoffe natürlich, dass jetzt alles besser wird, auch mit dem Computer. Habe mir letzten am 11.3. auch übel Panik gemacht, habe einen anderen Inside-Kanal, der gesagt hat, am 11.3. fliegt eine Atombombe, und der hatte das sogar mit der Offenbarung erklärt, hat mich fertig gemacht. 11.3., ja, das ist ja jetzt vorbei. Also das, so kann man das nicht berechnen, dass am 11.3. eine Atombombe wird. Also das ist ja unmöglich anhand der Bibel. Auch ich sage, es kann durchaus sein, dass am 8. April gar nichts passiert. Nur ich sage, es gibt gewisse Dinge, die auf jeden Fall passieren, nämlich wie die Sonnenfinsternis vonstatten geht, durch Orte wie Ninive, wie Jakob, wie Kleinägypten und wie zum Beispiel auch Salem, die alte Stadt, der alte antike Name von Jerusalem. Ja, und das ist schon erstaunlich. Auch der Teufelskomet, der kommt alle 71 Jahre, ist er zu sehen. Und der wird auch am 8. April zu sehen sein. Und vor dreimal 71 Jahren war da eines der größten Erdbeben in der US-Geschichte. Ob jetzt wieder so ein Erdbeben kommt, natürlich ist es möglich, aber wissen tun wir es natürlich nicht. Genau. Markus sagt dir, das war Shabbat Para am 29. März, Shabbat der roten Kuh. Shabbat Para sagt mir nichts, aber Shabbat rote Kuh sagt mir was, weil man braucht ja eine rote Kuh, um den dritten Tempel einzuweihen. Und die Juden haben natürlich 3 rote Kühe in Israel, die sie aus Texas einflogen haben lassen, einfliegen lassen. Und das heißt, theoretisch könnte es ja bald losgehen mit dem dritten Tempel. Ich glaube, die Al-Aqsa-Moschee ist ein bisschen im Wege. Aber da lassen sich die Israeliten bestimmt was einfallen. Das ist ja, die sind ja sehr kreativ. Steckdosen leisten. Würde Hersteller Eman bevorzugen, habe über Firma Brennstuhl schon viel Schlechtes gehört. Eman kostet aber auch mehr als Standardleist. Ja, das würde ich hinnehmen, auch wenn sie ein bisschen teurer sind, um den Computer zu schützen natürlich. Das ist es mir wert. Und ich muss schon sagen, Brennstuhl. Wenn der Name, glaube ich, der gefällt mir auch nicht. Ja, also, aber danke auf jeden Fall für die Tipps. Das werden wir tun. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Hochzeitstag. Das Foto ist wunderschön. Vielen Dank. Ich weiß gerade gar nicht, ihr meint wahrscheinlich dieses Foto. Ja, wir könnten auf jeden Fall Werbung machen für
Händeseife, ne? Oder so. Jetzt bei RTL. Mein RTL. Naja. Manuel, ich mache mich mal schlau und dann werden wir die uns zuschicken lassen von Deutschland aus. Danke für den Tipp. So ist das. Manche Dinge leider von Deutschland aus wird ja nicht nach Zypern geliefert, aber wir haben eine Alternative. Wir lassen das liefern zu meinen Eltern und meine Eltern schicken das dann wiederum per Post zu. Also ich habe schon 2-3 Pakete bekommen von meinen Eltern. Also das machen wir auf jeden Fall. Auf TikTok sind nur die Dreieinigkeitschristen, also alle sagen, Jesus ist Gott, der Vater, bin verwirrt. Ja, auf TikTok sind sehr merkwürdige Christen, zum Beispiel die Reza Arapur-Sekte, ja, die verteufeln ja jeder, der andere nicht der andere Meinung ist. Deswegen habe ich ja TikTok lange gemieden, weil da sehr merkwürdige Gestalten unterwegs sind, leider auch im Christentum, wenn ich es so hart sage, aber glaubt mir, das ist nun mal so bei TikTok. Servus, Grüße aus dem tiefen Bayern. Ja, liebe Grüße aus dem tiefen Zypern zurück auf jeden Fall. Nochmal die Mailadresse. Markus mit C 2012 at hotmail.de. Ja, du wirst wohl von Deutschland importieren lassen müssen. Ermann ist sogar Hersteller aus Deutschland. Am besten, wie es Eliasa gesagt hat, eine Variante mit Überspannungsschutz. Sehr gut. Am besten hier kurz Snapshot machen. In dieser Zeit, wo meine Frau einen Snapshot macht von dieser Aussage, weil hier ist gerade alles drin, werde ich mal einen Schluck trinken. So viel Zeit muss sein. Wir sind ja auch nicht bei RTL. Mein RTL. Außerdem sind wir auch, glaube ich, bald unten und starten mit dem Thema. Aber im Nachhinein ist es ja gespeichert, also das kriegen wir schon hin. Moses wird im Film als Casanova dargestellt. Ich persönlich nutze auch die Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz von Ehmann und Brennstuhl. Ja, das stimmt auch mit den beiden Herstellern. Sehr gut, also vielen Dank für die Tipps. Das werden wir auf jeden Fall umsetzen. Oh ja, in euren Video zu einem Jahr zu Zypern bin ich sehr interessiert. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, was der 18. Mai-Feiertag ist. Da wären wir genau ein Jahr da. Aber dann halt, wenn es dann passt, danach am Freitag. Ah, jetzt sind wir tatsächlich gleich unten angekommen. Okay. Herzlichen Glückwunsch für eure Hochzeitstag. Schönes Foto. Mine grazie. Thank you, ja. Thank you. Vorsicht, Leute, unser Herr Jesus hat uns gewarnt vor Zeichen und Irreführung. Seid wachsam und nehmt nicht alles für bare Münze. So ist es natürlich. Viele Amerikaner packen schon ihre Koffer und denken, die werden am 8. April entrückt. Komischerweise werden wir erst entrückt, wenn Jesus kommt. Und komischerweise muss zuvor der Antichrist 7 Jahre an der Macht sein, der noch gar nicht da ist. Aber gut, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auch wenn es um Auslegungen der Bibel geht. Genau, dumm, so ist es und sprechen einem das Heil ab, die Reza-Sekte, auf die bin ich ja auch schon eingegangen. Also, aber das ist halt TikTok, das sind ja vor allem viele Jugendliche. Auf YouTube haben diese Reza-Rapo-Sekte kaum Zuschauer, kaum Aufrufe, weil da sind ja viele Erwachsene und die schauen sich seinen geistigen Durchfall natürlich nicht an. Aber die Kinder, die kann man natürlich verführen, deswegen sind sie auch auf TikTok unterwegs. Kauft lieber die Steckdosenleiste von Ehmann, wovon es nicht nur Plastikvarianten gibt, sondern sogar auch aus Aluminium. Wow, okay, ja dann. Also wenn ich das kaufe, dann nur das Beste, weil so viel reinzustecken in die Steckdose habe ich eigentlich nicht. Also ich bräuchte nur 4 Steckdosenlöcher oder wie man das nennt. Und da denke ich, würde eine reichen. Das machen wir. Das machen wir. Vielen Dank auch für die Ratschläge. Shalom, Gottes Segen dir und deiner Frau und euch allen. Vielen Dank, Trojan. Gottes Segen natürlich auch an dich.
Die Parah Aduma, rote Verse im jüdischen Tempel als Teil der Art und Weise, wie sich die Kohanim und das jüdische Volk reinigten, damit sie selbst rein waren, den Korban zu opfern. Also das mit der roten Verse, ja, mit dieser roten Kuh, dass man die Asche nehmen soll, um den Tempel vorher einzuweihen, das haben sich jetzt nicht die Juden ausgedacht aus dem Talmud, das steht im Gesetz Gottes drinne. Ja, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. So merkwürdig das für einige klingt, aber das steht in der Bibel drinne. Das heißt, unbiblisch wäre es also nicht. Nur die Sache ist, brauchen wir einen dritten Tempel, um Tiere zu opfern, zur Vergebung unserer Sünden, wenn das Passahlamm Gottes für unsere Sünden gestorben ist? Ich denke mal nicht. 18. Mai ist ein Samstag. Danke, Alexander, dass du nachgeschaut hast. Am 18. Mai sind wir ein Jahr auf Zypern. 17. Mai wäre der Freitag. Aber wisst ihr was? Am 17. Mai, wenn das ein Freitag ist, abends, wenn die Sonne untergeht, ist ja der 18. Mai. Also ist ja eigentlich schon praktisch dann Samstag. Dann machen wir das. Am 17. Mai, das halten wir fest, da machen wir den Livestream ein Jahr Zypern. Und nächste Woche Freitag machen wir dann den Livestream über den 8. April. Weil da ist ja schon jetzt Montag in einer Woche. Ja, und Naschkatze hat auch schon mal noch geguckt. Danke. Am Samstag machen wir das. Shabbat Shalom, Gottes Segen an Manni. Liebe Grüße. Ich freue mich auch und bin gespannt auf den Livestream von euch beiden. Ja, meine Frau ist auch gespannt. Die wusste nämlich noch nichts davon, dass sie da teilnimmt. Aber so ist das. Am Ende ist die Steckdosenleiste aus Gold teurer als ein neuer PC. Ja, gut. Muss man mal gucken. Aber also an Manuel und Eliasa, wenn ihr ja auch Erfahrung mit solchen Dingen, mit solchen Steckdosenleisten habt, was sind denn da so die Preise? Das kann man ja ruhig mal reinschreiben, nur damit ich so grob einen Überblick habe, was mich da erwartet. Für eine Vierfachsteckdose, sage ich mal, aus Aluminium oder ja, aus eine gute jedenfalls. Bin auch am Überlegen, vielleicht nach Zypern auszuwandern. Mal schauen. Ja, kann ich nur empfehlen. Die Leute sind sehr nett. 98% Christen, eines der sichersten Länder Europas. In der Bibel taucht es oft auf. Und es gibt hier keine Islamisierung. Schönes Wetter, nette Menschen, gutes Essen. Naja, ja, man muss sich daran gewöhnen, dass hier viele Briten sind. Das war eine britische Kolonie, deswegen gibt es Linksverkehr. Aber alles hat seine Vor- und Nachteile natürlich. So wie auch in Deutschland ja nicht alles schlecht ist. Da ist nur fast alles schlecht. Shalom von Herzen, danke Lisbeth. Shalom auf jeden Fall zurück. Da reden wir nochmal drüber, @MCM. Du nennst mich MCM? Okay, Inselchristin. Das merke ich mir. Ich glaube, ich muss dich leider auf stumm schalten, wenn es so weitergeht. ja, meine Frau nennt mich immer MCM, ist ja logisch. Ja, auch der Pfarrer hat gesagt, als wir uns verheiratet haben, wollen Sie, liebe Inselchristin, Endzeit-Reporter MCM zu ihrem Mann nehmen? Ah ja, sicher, sicher. Ja, und da steht, dass sie am 29.30.2024 opfern wollen, damit sie zum Pesach gereinigt und hochgehen können zum Pesachfest, die Priester. Ja, ich glaube, Pesach war am 21. April, ich bin nicht 100% sicher, aber irgendwie so Mitte, Ende April irgendwie. Das heißt, auch da dauert es nicht mehr lange. Sind wir mal gespannt, wie es da auch weitergeht. Auch den Nahen Osten muss man im Hinterkopf behalten oder im Augenblick. Gewisse Leute sagen, dass was sagst oder denkst, das wird passieren. Somit, was du siehst, wirst du auch ernten. Das ist auch so. Das steht ja auch in der Bibel im Neuen Testament. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird auch ernten. Sät er Gutes, erntet er Gutes. Sät er Schlechtes, erntet er Schlechtes. Kann ich dort als Rentnerin leben? Ja, du kannst deine Rente dir ja, du kannst hier in Zypern leben und denke ich, deine Rente dir auszahlen lassen von Deutschland aus. Hier gibt es auch viele Rentner. Also ich denke, das dürfte kein Problem sein.
Ja, das habe ich auch meinen Eltern gesagt, aber pff, mit 75, glaube ich, denken sie, sie sind zu alt dafür. Naja. Wie schaut es mit dem finanziellen Auskommen in Zypern aus, Joblage etc., falls man Auswanderung plant? Ja, hier ist natürlich nicht so viel Industrie, außer Limassol. Und natürlich ist viel hier mit Tourismus auch im Gange. Ich weiß jetzt nicht, was einen Job du gelernt hast, aber Fakt ist, hier gibt es einen Steuerfreibetrag von 20.000 Euro im Jahr. Das heißt, angenommen, du verdienst, naja, um es gleich zu rechnen, sage ich mal, 100.000 Euro im Jahr. Ja, was ja schon was natürlich immer jetzt ein etwas unrealistischen Betrag, also aus meiner Sicht. Aber 100.000 Euro im Jahr, dann zahlst du nur Steuern auf 80% und wenn du selbstständig bist, auf 80.000 und wenn du selbstständig bist, nur 12,5% Steuern. Ansonsten 30%, glaube ich, als Angestellter meistens. Aber es kommt natürlich immer drauf an, Job, Miete und es kommt immer drauf an, auch wo du wohnst. Es gibt hier sehr günstige Wohnungen, aber auch teurere, je nachdem, wo man halt ist. Das war kürzer zu schreiben, deswegen schreibt sie MCM statt Markus. Ja, drei Buchstaben mehr, da ist natürlich schon der Abend gelaufen, ne, wenn man die da eintippt. Ja, wird der Strom nicht besser durch Gold geleitet, anstatt durch Aluplastik, Kupfer? Die Steckdosen lassen von Ehrmann kosten zwischen 50 und 100 Euro. Ja gut, 50, 100 Euro, ich meine, ein neuer PC, der kostet ja das Zehnfache, der kostet ja über 1.000 Euro. Ich dachte jetzt wirklich, dass die so teuer sind. Man weiß es halt nicht. Ich kenne mich halt so schlecht damit aus, aber das würde ich natürlich sofort investieren. Und je nachdem, welche Variante man von Ehrmann hat Steckdosen braucht. Na, wir nehmen schon natürlich eine der besten. Wenn schon, dann schon. Es wäre so wunderschön, wenn einige Geschwister in Zypern auswandern würden und wir könnten eine tolle Gemeinde Hauskreis gründen. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Wer kann, der tut's. In der Bibel steht Monat Abib, der 14. Ja, der 14. Nisan, das ist der erste Monat im biblischen Kalender. Und wir sind auch angekommen im Chat des heutigen Abends, bevor wir jetzt mit dem Thema starten. Deswegen kurz ins Studio. Ihr habt auch jetzt noch weiterhin die Möglichkeit, eure Fragen über Gott und die Welt zu stellen und oder euer Feedback abzugeben, was auch immer. Und ich werde nach dem Thema gerne wieder in den Chat zurückkehren. Jetzt allerdings kommen wir zum Thema der Woche. Aber bevor ich das tue, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, weil einige auch dazugekommen sind, morgen kommt das Video online, der Ursprung von Ostern, wann ist Jesus wirklich auferstanden? Ostersonntag war es schon mal nicht. Jesus ist auch nicht am Karfreitag irgendwie gestorben, gekreuzigt worden. Das Video gibt es morgen online. Am Sonntag kommt ein Video online, CERN erwacht am 8. April, das NASA-Projekt 2024. Also war am Tag der großen Sonnenfinsternis in den USA am 8. April wird nicht nur CERN wieder eingeschaltet, sondern auch die NASA wird etwas tun am 8. April. Man kann sich das nicht ausdenken. Könnt ihr gerne reinschauen, das wird ein Video sein. Und weil vor einer Woche der Livestream leider ausfallen musste, werden wir auch am Sonntag noch einen weiteren Livestream machen, um 20:15 Uhr, nämlich Passanam oder Osterhase, was treue Christen wirklich feiern. Das wird auf TikTok und YouTube parallel ausgestrahlt werden. Multitasking, I try my best. Und wir kommen damit jetzt zum Thema des Tages, zum Thema der Woche. Und ich würde sagen, wir starten. So, dann an dieser Stelle nochmal Shabbat Shalom an alle Geschwister und gottesreichen Segen im Namen des Passahlamms Gottes Jesus Christus. Willkommen nochmal zum Thema der Woche, die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Dieses Thema wollte ich vor einer Woche schon besprechen. Mein Computer hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn letzte Woche hatten meine Frau und ich unseren ersten gemeinsamen Hochzeitstag. Möge Gott uns noch viele, viele weitere Hochzeitstage natürlich dazu schenken. Aber ich dachte, es ist ja unser erster Hochzeitstag. Deswegen habe ich auch dieses Thema nochmal gewählt. Die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Dazu habe ich schon mal einen Livestream gemacht. Heute habe ich ein bisschen was noch hinzugefügt.
um das Ganze nochmal zu ergänzen. Und dann schauen wir erstmal in die Bibel rein, oder wir schauen eigentlich nur in die Bibel rein, mal wieder natürlich. Das ist das beste Buch, was man sich anschauen kann. Genesis 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Das Ebenbild Gottes, der Mensch mit anderen Worten, besteht also aus Mann und Frau. Das sind zwei Personen. Nun sagte Jesus, ich und der Vater sind eins, und Mann und Frau sind auch eins laut Bibel. Und da sehen wir also schon, dass das eine Einheit ist. So ist Gott und sein So, da bin ich doch tatsächlich kurz rausgeflogen irgendwie. Kurze Frage an den Chat. Kann man mich noch hören? Muss ich gerade mal kurz was einstellen. Egal, wir sind ja nicht bei RTL. Mein RTL. Kurzen Moment. hier. Kurz Vortrag. Fangen wir am besten gleich nochmal von vorne an. So. Ja, hören, ja. Okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß auch nicht, irgendwas verdrückt und dann auf einmal war ich da aus dem Bildschirm draußen. Egal, wir starten gleich nochmal neu. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Ich muss gerade noch ein Bild dazu holen. Da fehlen gerade nämlich Bilder. Aber das kriegen wir schon hin. Bild 15 fehlt. So. Das brauchen wir auch. Ich muss mal kurz die Bilder durchgehen, weil ich habe die immer nummeriert, damit ich auch weiß, wo ich gerade dran bin, ob ich alle Bilder habe. 1, 2, 3, 4. Bild 5 fehlt auch. Okay, eine Sekunde. Tja, so ist es halt, wenn man halt nicht bei RTL ist. Kein RTL. So, jetzt Bild Nummer 5. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bild Nummer 9. Eieiei. So. Ich will natürlich, dass alle Bilder auch drin sind. Also für diesen Livestream heute haben wir wieder 22 Bilder vorbereitet und ich will, dass nicht ein Bild davon nicht dabei ist. So. Ich glaube, gleich haben wir alle. 20 Zuschauer sind auf jeden Fall ungeduldig. Die haben den Livestream verlassen. Das ist natürlich schade. Geduld ist eine Tugend. Also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, jetzt haben wir alle Bilder. Also sehr gut. Dann tun wir einfach so, als wäre nichts passiert und wir starten einfach auch nochmal mit dem Intro. Ja, let's go. Und
Und damit nochmal Shabbat Shalom und Gottes reichen Segen im Namen unseres Herrn und Königs, des Passahlammes Gottes Jesus Christus. Willkommen nochmals zum Thema die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Und dieses Thema habe ich gewählt, weil vor knapp einem Jahr war der erste Hochzeitstag von meiner Frau und mir. Und das Thema wurde schon mal besprochen. Ich habe das heute mit dem einen oder anderen noch etwas ergänzt. Und es soll dabei auch vor allem um das Gottesbild der Bibel gehen. Und da schauen wir zunächst mal ins Buch Genesis nochmal. Da heißt es in Kapitel 1, Abvers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes, besteht also aus zwei Personen, aus Mann und Frau. Und das Bild Gottes aus meiner Sicht besteht ebenfalls aus zwei Personen, nämlich aus dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Mann und Frau sind laut Bibel eins und Gott und sein Sohn sind laut Jesus eins. Der Mann ist das Haupt der Frau und Gott der Vater ist das Haupt von Jesus. Also genau das ist das Ebenbild Gottes, nichts von wegen Heiliger Geist. Das ist nicht Gott, war nie Gott, wurde nie angebetet, nie als Gott bezeichnet. Wir beten ja im Heiligen Geist und nicht zum Heiligen Geist. Und wir schauen weiter. Matthäus 9, Markus 10, Jesus sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Wir sehen hier also, dass zwei Personen zu einer Einheit verschmolzen werden, indem sie einen Bund miteinander schließen. Und deswegen, Mann und Frau sind eine Einheit, sie sind eins. Und schauen wir mal, was Jesus sagt über seine Beziehung zum himmlischen Vater. Johannes 10 und Johannes 17, Abvers 11. Ich und der Vater sind eins. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie, und die Rede ist von den Gläubigen, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Also Jesus sagte ebenfalls, ich und der Vater sind eins. Er sagte nicht, ich und der Vater und der Heilige Geist sind eins. Und das hat natürlich einen Grund, weil es gibt keine Dreieinigkeit in der Bibel. Jesus und der Vater sind eins und das bedeutet, Jesus erklärt es ja selbst, er will, dass wir alle eins sind, damit wir zu vollendeter Einheit gelangen. Wenn also jetzt die Rede ist davon, Mann und Frau sind eins, dann ist es eine Einheit. Und wenn Jesus sagt, er und Gott, er und der himmlische Vater sind eins, dann ist nicht damit gemeint, dass Jesus der Vater ist, was einige Christen leider, aus welchen Gründen auch immer, glauben, sondern damit will Jesus sagen, ich und der Vater sind eine vollendete Einheit. Denn Jesus sagt, ich habe immer den Willen meines Vaters getan und nicht seinen eigenen. Das ist also eine Einheit. Nun schauen wir uns einmal an, was Paulus schrieb im Epheserbrief, Kapitel 5, Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Ja, da hört es bei einigen Frauen im heutigen Feministentum natürlich direkt auf, wie Männer unterordnen, nö, ich habe hier die Hosen an, das sieht die Bibel anders, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Hier sehen wir also, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, genauso wie der Mann das Haupt der Frau ist. Das heißt natürlich nicht, dass die Frau weniger wert ist, sondern die Aufgaben sind anders verteilt und es gibt nun mal die Hierarchie. Adam war zuerst da, und Eva wurde ja aus Adam genommen, aber sie sind eins, eine Einheit. Und deswegen sehen wir also, Männer sollen auch ihre Frauen lieben natürlich. Nicht wie im Koran, Sure 4, Vers 34, wenn euch die Ehefrau irgendwie auf Nerven geht, ja, dann schlagt sie.
Ja, das sieht die Bibel natürlich ganz anders. Und wir schauen uns auch mal an, wenn wir hier eine Art Hierarchie sehen. Wenn der Mann das Haupt der Frau ist und der Mann und Frau das Ebenbild Gottes sind, Vater und Sohn, dann logischerweise gibt es ja auch bei Gott eine Hierarchie, was ebenfalls viele Christen leugnen. Aber die Bibel sagt, derselbe Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt des Christus. Wir haben ja gesehen im Buch Genesis, dass Mann und Frau das Ebenbild Gottes repräsentieren, zwei Personen, nämlich den Vater und den Sohn. Und genauso wie der Mann das Haupt des, der Frau ist, so ist auch der himmlische Vater das Haupt von Jesus. Und der Unterschied ist, Adam hat auch ein Haupt über sich, nämlich Christus, aber der himmlische Vater wiederum hat kein Haupt über sich, denn er ist der Allerhöchste laut Bibel und Jesus der Sohn des Allerhöchsten, aber nicht der Allerhöchste. Es gibt nicht zwei Allerhöchste, es gibt nur einen einzigen Allerhöchsten und das ist der Vater, denn Jesus hat einen Gott, hat ein Haupt. Der Vater hat kein Gott und kein Haupt, denn er ist der Gott der Götter und das Haupt der Häupter. So sehen wir also folgendes Gottesbild und wir schauen, was Jesus selbst sagt an vielen unzähligen Stellen. Wir nehmen mal Johannes Evangelium Kapitel 10, Kapitel 14 und Kapitel 20. Jesus sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und da sehen wir uns auch schon die Hierarchie. Jesus hat einen Gott, ein Haupt über sich, der Vater, der himmlische Vater hat das nicht. So sehen wir also das Ebenbild Gottes. Als erschaffen im Garten Eden, als Mann und Frau, sie sind ein Fleisch, eine Einheit. Genauso wie Vater und Sohn. Der Vater steht über dem Sohn, der Mann steht über der Frau, aber Vater und Sohn sind eins, eine Einheit. So ist Gott, der himmlische Vater, also der Gott von Jesus Christus, wie auch unser Gott, zu dem wir beten im Namen des Herrn Jesus Christus. Tatsächlich leugnen einige Christen, dass Jesus einen Gott hat. Als ich mit Ami Arapa eine Debatte hatte bei ihr von Pezi, der ist ja ausgerastet, als ich gesagt habe, Jesus hat einen Gott. Ja, der kennt halt nur den Islam, nicht die Bibel. In Offenbarung 1, Vers 5 heißt es, Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Und denken wir dran, da war Jesus ja jetzt nicht mehr ein Mensch aus Fleisch und Blut, weil Ami Arapa glaubt zum Beispiel, Jesus ist heute immer noch Fleisch und Blut, aber obwohl Fleisch und Blut das Reich Gottes ja nicht erben können. Wir sehen also eindeutig im Buch der Offenbarung, obwohl Jesus hier schon verherrlicht war, so wie er als verherrlichtes, geistiges, ewig lebendiges Wesen zurückkommen wird, auch da hat aber trotzdem Jesus einen Gott und Vater, der auch unser Gott und Vater ist. Aber das wollen einige Christen nicht wahrhaben. Für sie ist Jesus der Allerhöchste, da kann kommen, wer will. Sogar Jesus selbst kann kommen und sagen, er ist nicht der Höchste. Das interessiert viele Christen nicht. Offenbarung 3, Vers 12. Und Jesus spricht hier. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und wird nie wieder hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Allein in diesem einen einzigen Bibelvers sagt Jesus viermal, dass er einen Gott hat. Und wenn Christen das leugnen, dann kann man ihnen auch nicht mehr helfen, denn Jesus ist ja eindeutig, also eindeutiger geht es ja auch nicht mehr. Wir sehen also, Gott hat einen Sohn und Jesus hat einen Gott. Sonst wäre ja Sohn Gottes ein unpassender Titel. Nun schauen wir uns etwas weiteres an, aber erstmal aus dem Buch Genesis. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 22, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, nämlich von Adam, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Die Frau war also immer bei Adam, schon immer drin. Aber
Dadurch, dass Gott sozusagen die Rippe aus Adam genommen hat und zu einer Frau formte, konnte man die Frau auf einmal sehen. Weil Adam hat natürlich die Rippe innerhalb seines Körpers nicht gesehen. Als Jesus vor 2000 Jahren Mensch geworden ist, da konnten wir den Sohn Gottes sehen. Davor haben wir den Sohn Gottes nicht gesehen, denn er war ja wie in Ewigkeit beim himmlischen Vater. Somit wurden die Augen geöffnet für die Menschen, dass sie das Licht des herrlichen Sohnes Gottes sehen konnten. Paulus schreibt im 1. Korinther 11, Abvers 11, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann, denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Mit anderen Worten, die Frau, die wurde zwar vom Mann, von Adam genommen, aber von der Frau kommen ja auch die Männer, die geboren werden durch die Frauen. Das heißt, alles kommt durch Mann und Frau, die eine Einheit sind. Aber letzten Endes kommt alles von Gott durch Jesus Christus. Und so wie gesagt, Eva, sagen wir mal in Form der Rippe, schon immer in Adam war, so war auch Jesus, wie gesagt, schon immer beim Vater im Himmel. Ihr kennt die Verse Johannes 1, Abvers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Einige glauben, hier geht es irgendwie um Weisheit, Gnosis, weiß der Kuckuck was, irgendeine Philosophie, ist ja klar. Es geht ja natürlich um Jesus und im Buch der Offenbarung wird Jesus auch als das Wort Gottes bezeichnet. Und einige Christen leugnen zwar die Präexistenz von Jesus, das ändert aber nichts dran, dass Jesus präexistent ist. Ehe Abraham war, ist Jesus gewesen. Und wir sehen hier, Jesus war Gott, aber er wurde ein Mensch. In der Bibel heißt es im Alten Testament, Gott ist kein Mensch. Aber das Wunder der Schöpfung ist, vor 2000 Jahren geschehen, dass Gott Mensch wurde durch Jesus Christus. Und wir sehen, im Anfang war Jesus schon bei Gott, beim Vater. Vom Wesen her ist Jesus selber auch Gott, denn Jesus sagte, Gott ist Geist. Natürlich ist Jesus ein geistlich, ewig lebendiges Wesen. Das war er, bevor er Mensch wurde, das ist er heute und bleibt auch in Ewigkeit. So viel vielleicht erstmal zum Gottesbild. Wir kommen jetzt aber zur himmlischen Hochzeit und zum Bund für die Ewigkeit. Denn so wie Mann und Frau ja auch die Ehe eingehen, einen Bund fürs Leben schließen, bis sie der Tod scheidet, so genau so spricht auch Gott in der Bibel von seiner Beziehung zu seinem Volk, nämlich, dass sie ebenfalls eine geistige Ehe haben. Deswegen heißt es in Jeremia 3 und in Jeremia 31, und hier spricht Gott, obwohl ich die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie und euch nach Zion bringen, denn sie haben einen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Mit anderen Worten, es symbolisch gesehen ist auch Gott unser Eheherr und wir sind die Braut Gottes, das Volk Gottes und dieses Volk hat einen Namen, nämlich Israel. Und wenn, wir kommen ja noch ins Buch der Offenbarung, da ist ja auch von einer Frau die Rede, die das Volk Gottes repräsentiert. Und liebe Geschwister, das ist nicht das Christentum, das ist auch nicht Maria, sondern das ist und war und bleibt Israel. Und wir sehen also hier die Beziehung, die Gott mit dem Volk Gottes hat, wie eine Ehe. Deswegen ja das Ebenbild Gottes, Mann und Frau, eine Ehe, Gott zu den Menschen, eine Ehe. Aber Gott hat sich scheiden lassen aufgrund der Treulosigkeit zwischen Israel, denn sie haben ja Götzendienst betrieben, leider sehr viel, sodass sich Gott hat scheiden lassen. Aber Jesus ist für seine Braut gestorben und wird seine Braut Israel wieder heiraten. So heißt es in Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden und rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Rein, heilig, gerecht, das sind Attribute des Gesetzes Gottes. Rein zu sein, keine unreinen Tiere zu essen, Gerechtigkeit zu üben. Paulus sagte, was hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit zu tun? Die Feste Gottes, Passa und so weiter, werden als heilige Feste bezeichnet, der heilige Sabbat. Wir sehen also Attribute. Diese Braut, diese Frau
Die hat nichts mit Osterhase, Weihnachten zu tun. Dieses Volk Gottes, das hält sich an die Gebote Gottes, was laut Bibel die Liebe zu Gott repräsentiert. Das ist die Hochzeit des Lammes. Und die Frau, die Jesus heiraten wird, symbolisch, geistig, ist natürlich keine physische Frau, sondern das Volk Gottes. Diese Frau wird folgendermaßen symbolisiert. Wir schauen sie uns hier an, Offenbarung 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Diese Frau repräsentiert nicht Maria, wie die katholische Kirche glaubt. Für die ist ja Maria überall irgendwie. Sondern diese Frau repräsentiert Israel. Behalten wir im Hinterkopf, diese Frau hat auf ihrem Haupt eine Krone und 12 Sterne. Wir kommen zu den 12 Sternen. Die symbolisieren natürlich die 12 Stämme Israels. So heißt es in Genesis 49. Diese alle sind die 12 Stämme Israels. Auch in Jakobus 1, Vers 1 heißt es, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und die 10 Stämme sind in der Zerstreuung und haben ihre Identität vergessen. Sie wissen gar nicht, dass sie zu dem Haus Israel gehören, zu den 10 Stämmen. Ruben, Gad, Naphtali, Manasse und wie sie alle heißen. Und das Merkmal, woran man sie erkennt, dass sie zu den Stämmen gehören, ist, sie kommen auf einmal auf die Idee, dass sie die Gebote Gottes halten wollen. Während 90% der anderen Christen ja überhaupt nicht auf die Idee kommen, den Sabbat zu halten, die Speisegebote oder die Feste Gottes. Aber da gibt es so eine kleine Herde, die kommt auf einmal an und sagt, ach, wisst ihr was? Wollen wir doch statt diesen heidnischen Götzendienst wie Ostern und Weihnachten nicht lieber Gottesfeste halten? Ist das nicht eigentlich besser, wenn wir Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und da stehen die 90% der Christen auf, die sagen, was? Ihr könnt doch nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich bin doch hier der Papst. Ja, aber so ist das. Das sind die Anzeichen dafür. Offenbarung 21, 12 auch. Und sie hat eine große und hohe Mauer, das neue Jerusalem, und 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel, den Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Selbst im Königreich Gottes auf Erden, selbst in der ewigen Stadt im neuen Jerusalem, sind immer noch die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert. Nicht die Namen der 180 Päpste der katholischen Kirche, nicht der Name von Ellen G. White oder sonstigen Lutheranern oder Gründern von irgendeiner Konfession im Christentum. Denn Gott liebt sein Volk trotz der vielen Sünden, die Israel begangen hat. Also die Frau, die wir gesehen haben, hier hat also 12 Sterne, die repräsentieren die 12 Stämme. Das ist der Grund, warum Jesus 12 Apostel auswählte. Und die Frau hat auch eine Krone. Und wer bekommt die Königsherrschaft? Natürlich Israel. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, nämlich zu Jesus sprachen sie das, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ja, und Jesus sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten zu kennen. Wenn ich das tue, achtet auf die Zeichen der Zeit. Aber wir sehen hier, ja, Jesus wird nicht für die katholische Kirche die Königsherrschaft herstellen, sondern für Israel. Und wir Christen gehören zu Israel. Und wenn man das erkennt, dann weiß man auch, dass die Gebote und Feste, die Gott Israel gegeben hat, auch für uns gültig sind. Denn Gott hat nicht zwei Völker, sondern nur das Volk Israel. Und Offenbarung 3, Vers 11 sagt, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, wenn Israel die Königsherrschaft gehört, dann haben natürlich nur diejenigen eine Krone, die zu Israel gehören, weil jetzt Deutschland oder Türkei oder wie auch immer, die werden ja nicht die Königsherrschaft erreichen. Aber Deutsche und Türken, die zum geistigen Haus Israel gehören, wenn sie an Jesus Christus glauben. Offenbarung 5 ab Vers 9. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Im Königreich des allmächtigen Gottes im Millennium, wenn Jesus für Israel die Königsherrschaft wieder aufbauen wird. Wir sehen auch in Jesaja 62, Vers 5. Denn wie ein junger Mann sich mit seiner Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Ihr seht also immer diese Gleichnisse, Mann und Frau, wie das Ebenbild, himmlischer Vater und Sohn Gottes, Haupt hier, Haupt da, Bräutigam und Braut
So also liebt uns Gott, wie ein Mann seine Braut liebt oder eine Braut auch ihren Mann, genauso liebt Gott auch seine Braut, nämlich uns Christen. Und genauso sollen wir auch unseren Bräutigam, den himmlischen Vater, lieben durch Jesus Christus, was laut 1. Johannesbrief dadurch geschieht, dass wir Gottes Gebote halten. Gott hält ja seine Gebote und seine Versprechen, die er uns gegeben hat. Warum tun wir oder warum tun das die meisten Christen da nicht? Warum feiern sie jetzt Ostern und nicht bald Passafest? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Wir schauen nochmal in Jesaja, Kapitel 44, Vers 5 und in Kapitel 62, Vers 2. Und hier geht es um das Volk Gottes und das macht deutlich, dass das Volk Gottes, wenn jetzt Menschen aus Ägypten kommen, aus Deutschland, Pakistan, Uganda oder sonst wo, aus Italien oder Südkorea, dann haben wir im Geist, im Glauben, bekommen wir aber einen anderen Namen, denn wir warten auf ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, auf das Königreich Israel. So heißt es, dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen, ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. Du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und dieser neue Name ist Israel. Und das heißt, ihr wisst ja, das war auch bei meiner Frau und mir der Fall, wenn zwei Menschen heiraten, die Frau nimmt den Namen des Mannes an. Wenn wir jetzt heiraten mit unserem allmächtigen Gott durch Jesus Christus, interessanterweise bekommen wir auch einen neuen Namen. Ja, Markus ben Israel, wer weiß das schon, ja, wie auch immer man es nennen will. Aber Israel ist der Name des Volkes Gottes und wir sind alle eins, wir sind dann alle Israel. Wenn die Christen das erkennen würden, dann würden sie auch ganz anders die Gebote Gottes betrachten, die Gott Israel gab. Denn Jesus gab folgendes Gleichnis, Matthäus 25, Vers 1, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Ja, ihr kennt vielleicht das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Darüber habe ich auch schon Videos gemacht und ich glaube auch schon einen Livestream. Wir haben den Bräutigam, das ist Gott. Wir haben die 10 Jungfrauen und die stehen für die 10 verlorenen Stämme des Hauses Israels. Und wir haben auch Lampen. Also diese, die zum Haus Israel gehören, zu den 10 Stämmen und dem Bräutigam entgegengehen, wenn er wiederkommt, nämlich Jesus, haben auch Lampen. Schau mal an, was das wieder für eine Bedeutung hat. Denn wir sehen in Sprüche 6, Vers 23, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Die 10 Jungfrauen, die eine Lampe haben, haben einfach das Gesetz Gottes, die Tora, die Gebote des Herrn. Wir lesen in der King James Bibel nämlich im selben Vers, Sprüche 6, 23, for the commandment is a lamp and the law is light. Also die Gebote Gottes sind eine Lampe und diese Lampe haben die gesetzlosen Christen nicht, weswegen sie laut Bibel in der Finsternis wandeln. Und wie gesagt, Jesus sagt in Matthäus 15, 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und diese, die Christen, die zum Haus Israel gehören, die sind also hier im Gleichnis auch vermerkt, das sind die 10 Jungfrauen, symbolisch für die 10 Stämme des Hauses Israels. Die haben ihre Lampe genommen, die Gebote Gottes, sie haben sie angenommen. Und sie gehen dem Bräutigam entgegen, weil er das Licht der Welt ist und weil diese Menschen auch ein Licht sind, weil sie nämlich das Gesetz halten, was laut Bibel auch ein Licht ist, eine Lampe, nach dem wir uns zu richten haben. Wir sehen auch in Jesaja 24, Vers 5, da steht geschrieben, denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Das ist der Bund für die Ewigkeit, weswegen auch dieser Livestream diesen Namen hat. Einen ewigen Bund hat Gott mit seinem Volk geschlossen und das Volk hat gesprochen, wir halten die Gebote Gottes. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht nur Gesetze übertreten und natürlich sind wir alle Sünder, aber sie haben die Satzungen abgeändert, genau wie im Christentum. Sie haben aus den Festen Gottes den Osterhasen, den Weihnachtsmann hinzugefügt, was laut Bibel ein Götzendienst ist. Und auch sie haben damit den ewigen Bund gebrochen. Denn worin besteht der neue Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat? Hebräer 10, Vers 16, das ist der Bund, der neue Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben.
Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und Liebe wird man mit auch außerhalb der Bibel mit einem Herzen verglichen. Und wenn wir die Gesetze in unsere Herzen haben, sie tun und lehren, was Jesus geboten hat, dann haben wir eine Lampe, dann haben wir ein Licht, dann haben wir die Liebe Gottes, die Gott von seiner Braut sehen will. Denn Gott ist unser himmlischer Vater und wir sind Kinder Gottes. Und was sind wir für Kinder Gottes, die unserem himmlischen Vater untreu sind, ungehorsam? Ja, schlechte Kinder. Deswegen ist es Zeit, umzukehren. Deswegen noch die Merkmale der Braut des Volkes Gottes. Die hat nämlich vor allem zwei Merkmale, unter anderem zu finden in Offenbarung 12, Vers 17 und Kapitel 14, Vers 12. Und der Drache wurde zornig über die Frau, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das sind die zwei Merkmale der Frau Gottes, der Braut Gottes, die Jesus heiraten wird im neuen Bund. Sie glauben an Jesus Christus, an den biblischen Sohn Gottes, und sie halten, befolgen und bewahren die Gebote Gottes. Und das geht nur dann, wenn man automatisch gleichzeitig die heidnischen Traditionen und Menschengeboten und Lehren dieser Welt nicht mehr befolgt, nicht mehr bewahrt, sondern in die Mülltonne wirft, damit wir das Herz geöffnet bekommen für die Wahrheit, für das Gesetz Gottes. So wie es Jesus, alle Apostel getan und gelehrt haben. Und das wünsche ich mir für das heutige Christentum, damit wir auch, wie Mann und Frau, alle eins sind in und durch und für Jesus Christus. Einer für alle, alle für einen. Einer starb für alle, damit alle, die an ihn glauben, zu ihm gehen und durch ihn gerettet werden. Und das wünsche ich mir in der Tat. Und das ist die himmlische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Und das ist natürlich ja das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit bis dato. Denn ewiges Leben ist genau das, was doch so viele Menschen anstreben, und ewigen Frieden ebenso. Und dann sind wir auch eins mit der Schöpfung, mit dem Schöpfer, und dann gibt es kein Leid, kein Geschrei, kein Tod wird mehr sein. Gott wird alles neu machen, und mögen auch wir dabei sein im ewigen Reich des Allmächtigen. So, dann begebe ich mich wieder zurück in den Chat. Schau mal, wo ich stehen geblieben bin, und dann machen wir auch direkt da weiter. Ich glaube, bei den Steckdosen bin ich vorhin stehen geblieben. Wo waren wir? Ja, hier machen wir mal weiter, glaube ich. Ich glaube, dass man einen guten PC für weniger als 1.000 Euro bekommen kann, wenn man weiß, wie und Ahnung davon hat. Am besten ist es sowieso, wenn man ihn selbst zusammenbaut. Da bist du bei mir absolut an der falschen Adresse leider, denn ich habe leider nicht viel Ahnung davon. Ich weiß, glaube ich, wie ich gerade so noch die Festplatte rausbekomme. Also den Computer, den ich habe, der kaputt war, den hat damals mein Schwager, der Bruder meiner Frau, zusammengebaut. Er kann das. Ich kann das leider nicht. Und der Bruder wohnt ja auch in Deutschland, logischerweise. Also er konnte mir da auch nicht jetzt helfen. Deswegen, das war leider nicht möglich. Aber naja. Ja, Ton war kurz weg. Irgendwie habe ich mich tatsächlich verdrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, dann gab es ja noch mal ein kleines Comeback. So, Ton wieder da, Bild auch. Wunderbar. Shabbat Shalom, Glückwunsch zum Hochzeitstag. Bleib wie du bist, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal und euch Gottes Segen. Vielen Dank, Yeshua, Holy Warrior, Hero. Vielen Dank auch dir natürlich, Shabbat Shalom und Gottes reichen Segen. Der reparierte PC hat noch ein paar Macken. Was meinst du für Macken? Ach so, meinst du, weil ich jetzt draußen war auf einmal? Nee, das war tatsächlich nur ein Knopf, den ich gedrückt habe. Das hat
denke ich, ja nichts mit dem PC zu tun. Also ich hoffe es mal, aber ich habe es mitbekommen, dass ich ja aus Versehen nach links gedrückt bin und dann war ich auf einmal weg. Shabbat Shalom, Julia, liebe Grüße. Vater und Sohn sind eins, Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes, die sind eins, aber nicht ein und dieselbe Person, so ist das. Viele denken, weil Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, dass Jesus der Vater ist. Was nicht sein kann, weil als Jesus auf der Erde getauft wurde, kam eine Stimme vom Himmel, die sagte zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, dem sollt ihr folgen. Also Jesus war nicht auf der Erde und im Himmel gleichzeitig und hat zu sich selbst gesprochen und sich selbst angebetet. Das ist der absolute schizophrener Gott. Sowas gibt es natürlich nicht in der Bibel. Und ich würde schon sagen, das ist auch schon fast Gotteslästerung. Bin noch da, schau über die PS4. Ja, wunderbar. Gibt es viele Wege. Gucke auch über PS5. Ja, ohne André ist da ein Level drüber, was die PS5 angeht. Also ich habe auch eine PS4. Ja, Ende. Satz beendet. Punkt. Ich habe auch eine PS4. Jetzt geht es. Jesus Christus ist der Sohn des Höchsten und Jesus selbst sagte, mein Vater ist größer. So ist das. Der Sohn des Höchsten ist ja automatisch niemals der Höchste selbst. Das würde ja absoluter Widerspruch sein. Ihr beide könnt gerne auf mich zukommen und mich fragen, wenn es allgemein um Technik geht, womit ich mich, glaube ich, gut auskenne. Sehr gut, Eliasa, solche Leute brauchen wir natürlich, weil ich bin da leider nicht so versiert, was diese Art von Technik angeht. Auf jeden Fall gut zu wissen. Jesus sagt in Offenbarung 3 ganz klar und deutlich dreimal, dass er einen Gott über sich hat. Nein, er sagte das sogar viermal, also noch eindeutiger und eindeutiger geht's nicht. Deswegen hat auch kein Christ eine Entschuldigung, wenn er glaubt, Jesus hätte keinen Gott. Danke für die Nachricht und gute Erklärung. Nichts zu danken an Sigrid. Exodus 20,3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Scheint widersprüchlich zu Gott der Götter. Paulus gibt Aufschluss über die richtige Auslegung. 1. Korinther. Genau. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es doch für uns nur einen Gott und Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Denn die Trinität, die widerspricht dem ersten Gebot Gottes. Man soll keinen anderen Gott haben, neben den einzig wahren Gott. Und Jesus sagte, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkenne, nämlich den himmlischen Vater. In Jesu Namen beten wir ja zu ihm. Und wenn wir jemanden auf dieselbe Stufe stellen, egal ob es Jesus ist, der Heilige Geist oder den Papst oder sonst wen, auf dieselbe Stufe des Allerhöchsten, des himmlischen Vaters, dann tun wir zu diesem Gott, dem Vater, etwas hinzufügen. Keinen Gott sollen wir neben dem Vater haben. Auf derselben Ebene. Auch Jesus nicht. Und deswegen die Dreinigkeit widerspricht der ganzen Bibel, allein dem ersten Gebot schon. Was geschieht nach der Auferstehung von Maria und Maria Magdalena? Maria und Maria Magdalena. Was geschieht nach der Auferstehung? Was meinst du damit? Also, die sind ja tot, Maria und Maria Magdalena. Also, ich lese jetzt nicht in der Bibel, dass die auferstanden sind. Und die sind ja tot. Da wüsste ich jetzt nicht, was du meinst. Ja, gerne. Das habe ich schon in der Vergangenheit von euch beiden mitbekommen, was nicht schlimm ist. Das liegt nicht jedem und dies könnt ihr gerne machen. Wunderbar. Vielen Dank auf jeden Fall. Shabbat Shalom, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis später, eine erholsame gute Nacht. Danke, Florian, ebenso. Jesus ist unser Herr und König und Sohn des lebendigen Gottes. Er ist unser Mittler zwischen Gott und den Menschen. So ist das. Keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt es. Auch nicht Maria, sondern nur Jesus. Shabbat Shalom an Drago. Das stimmt, was meine Frau sagt. Wir haben andere Talente, als einen Computer zusammenzubauen. Aber werden auf die Hilfe natürlich gerne zurückkommen.
Ja, so ist das. Die lieben ihre Hasen und ihre Eier. Ja, aber ich sag's mal in aller Deutlichkeit, so habe ich auch einen Livestream mal genannt. Ostern geht mir auf die Eier, genauso wie Weihnachtsmann mir auf die Tanne geht. Deswegen wird das alles abgeschafft. Ja, jeder hat seine Talente und Gaben von Gott bekommen, die unterschiedlichen, ihre Ausprägung ausgeteilt bzw. verteilt sind, und wir brauchen alle bei irgendetwas Hilfe. Ja, deswegen genau, das ist auch die Sache, warum das Volk Gottes in der Bibel ja auch mit unterschiedlichen Körperteilen beschrieben wird. Da ist ja derselbe Vergleich, dasselbe Gleichnis wie ein Menschen. Wenn der Kopf wehtut, dann geht es auch dem Arm schlecht oder der eine ist der Fuß, aber alle zusammen ergeben ein Leib, ein Tempel, und wir sind ja alle eins in Jesus Christus, ob Mann oder Frau, Heide oder Jude. Shabbat Shalom, liebe Geschwister, ich wünsche euch einen friedlichen und behüteten Shabbat, eine erholsame Nachtruhe und schon jetzt eine gesegnete nächste Woche im Namen Jeschuas. Vielen Dank, Martin Held. Good night. Und bis zum nächsten Mal am Freitag. Nee, Quatsch, wir sind ja schon wieder am Sonntag live. Mensch, Mensch, Mensch. Und dann gibt es noch ein Dankeschön, wie wir im Nebenfenster angezeigt wird. Vielen Dank an die Naschkatze für die 23,99 € Kanalunterstützung und die Wertschätzung. Dankeschön und Mühe. Mühe, es ist auch Freude. Weil ich sag mal so, wenn ich sehe, was bei TikTok teilweise los ist in Chats, dann ist es immer wieder ein Segen, einfach hier zu sein und zu sehen, wie toll hier und harmonisch das alles abläuft. Also deswegen ist das auf jeden Fall ja, eine große Freude und ein Segen, das auch tun zu dürfen. Und vielen Dank an die liebe Naschkatze und auch an alle andere nochmal, die heute hier wieder den Kanal unterstützt haben durch ihre Spende oder vor allem natürlich auch, wenn ihr den Livestream teilt und liked, kommentiert, fragt oder dabei seid einfach, dann bin ich euch schon sehr dankbar. Sigrid, bei dir machen wir weiter. Wünsche einen schönen Schabbat, ein schönes Wochenende, alles Gute für den Kater und euch noch eine schöne, viele gute Ehejahre mit Gottes Segen. Vielen Dank, Sigrid, vielen lieben Dank. Dann auch dir noch einen schönen Schabbat und ein schönes Wochenende. Ich hoffe doch bis Sonntag. Moment, oder war ich oben? Habe ich irgendwas? Irgendeine Nachricht vielleicht übersehen. Danke, gute Erklärung. Viele Götter. Das hatten wir. Ja, so ist es. König Salomo hat sich auch von Isabels heidnischen Sachen verführen lassen. Er hat sehr gut angefangen, König Salomo, war ein weiser König, aber dann ist ihm das zu Kopf gestiegen. Er konnte mit so viel Weisheit nicht umgehen. Deswegen Weisheit alleine bringt nichts, wenn man die Weisheit nicht richtig einzuschätzen weiß. Genau, hier sind wir auch stehen geblieben. Ja, warum 14. Tag Abib und 22. April? Das würde sich widersprechen. Ja, der gregorianische Kalender, den wir heute haben, das ist ja nicht der biblische Kalender. Deswegen, da ist es ganz anders. Ja, der jüdische Kalender, der ist auch anders als der heutige Kalender hier im gregorianischen Stil. Das liegt an der Kalendersache. Ja, das ist da schon ein Unterschied. Shabbat Shalom, geliebter Bruder Markus und allen anderen. Ja, Shabbat Shalom auch an dich, lieber Daniel. Lieber spät als nie. Aber das Thema ist schon zu Ende. Aber natürlich wird der Livestream aufgezeichnet. Wenn du möchtest, kannst du dir das Thema gerne nochmal anschauen. Julia Mattes schreibt: Markus, ich wollte mich nochmal öffentlich bei dir für deine Arbeit bedanken, indem du uns die Augen öffnest. Ebenso danke ich dir, dass du uns bei Anliegen unterstützt und Gebetsaufrufe machst. Ja, wir danken Gott, dem Allmächtigen, dass wir das tun dürfen. Augen öffnen kann eigentlich nur Gott.
Ich kann höchstens durch einige Videos vielleicht Menschen zum Nachdenken anregen oder dass das dann wieder dazu führt, dass sie mal ihre Herzen öffnen oder eine andere Auslegung vielleicht sich mal anhören. Letztendlich das Herzen, das Öffnen der Herzen, das liegt bei Gott. Aber ich freue mich natürlich, wenn du immer auch was mitnehmen kannst und Gebetsaufrufe, das ist ja selbstverständlich. Und ja, freue mich, dass dir das auf jeden Fall etwas bringt. Es freut mich natürlich, wenn alle irgendetwas mitnehmen können, wenn Fragen beantwortet werden können oder wie auch immer, auch Gemeinschaft hier haben. Wenn man schon keine physische Gemeinde hat am Sabbat, besser eine virtuelle als gar nichts. Und ja, danken wir einfach Gott. Das ist auch nicht schlimm. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, wenn es hierbei um Teile für PC geht, welche Hersteller gut sind. Jedoch liegt mir Software mehr. Na gut, Software, da habe ich eigentlich wenig jetzt so Probleme. Also wenn, dann ist es wahrscheinlich die Hardware, aber wir hoffen jetzt mal. Man darf nicht vergessen, dieser Computer, den ich hier auf Zypern hatte und der ein Jahr gelaufen ist, der war davor schon 5 Jahre alt in Deutschland und den habe ich als Handgepäck im Flugzeug gehabt, als wir im Flugzeug waren, als wir ausgewandert sind. Also es war mein Handgepäck. Ich will gar nicht wissen, wie oft der Computer da oben geruckelt und gewackelt hat. Also dass der überhaupt noch funktioniert hat, war für mich schon ein kleines Wunder. Und immerhin hat er ja 10 Monate sehr gut funktioniert. Ich habe meine PS4 kaputt sauber gemacht, so wie laut wie eine Boeing 747. Kaputt sauber gemacht. Also, ach so, sie war so laut. Ja, das ist bei solchen Spielkonsolen manchmal, glaube ich, der Fall. Irgendwann hatte ich mal einen, ich weiß nicht, was das war. Aber auf jeden Fall war das auch sehr laut. Da hat das Zocken damals überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Habe in meine PS4 Pro ein Loch gehauen, weil die so laut war. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, liebe Freunde. Da müsst ihr das aushalten. Oder Kopfhörer auf. Dann hört ihr ja nicht die PlayStation in dem Fall. Ebenso bedanke ich mich von Herzen bei jedem, der für meine Angehörigen gebetet hat. Danke für eure Barmherzigkeit. Es bleibt weiterhin spannend und er kämpft weiter. Ja, da beten wir und werden auch weiter im Gebet bleiben. Liebe Julia, halt mich bitte weiter auf dem Laufenden, damit ich auch die Geschwister weiter auf dem Laufenden halten kann. Bei irgendwelchen Anliegen noch weiter kann man natürlich Gebetsaufrufe machen und ja, halt uns da auf den neuesten Stand. Wir hoffen natürlich das Beste und beten auch dafür. Schon um zu dem Thema Alois Irrmeier möchte ich nochmal dazu sagen, dass die EC-Karte aus Papier bzw. Pappe waren zu der Zeit, als es noch Euro-Schecks gab. Liebe Grüße aus Bayern. Ja, danke für die Info, Mager Arnold. Liebe Grüße nach Bayern zurück. Das ändert trotzdem nichts daran, dass laut Bibel ein Prophet Gottes die Gesetze Gottes halten muss, wie Sabbat, Feste, Speisegebote und vieles andere. Und er war, glaube ich, katholisch. Er hat das nicht getan. Deswegen, Jesus sagte, oder die Bibel sagt, das Wort Gottes sagt, wenn ein Prophet kommt und hält nicht das Gesetz Gottes, Sabbat und so weiter, dann wissen wir automatisch, dass es ja kein Prophet ist. Das hat Alois Irrmeier nicht getan, deswegen kann er kein Prophet gewesen sein. Einen wunderschönen guten Abend, ein 909-Schein. Gute Nacht, liebe Schwester Eva, Gottes Segen, noch einen schönen Schabbat und freut mich, dass es dir gefallen hat. Und vielen Dank, mille grazie, nochmal auch für die Unterstützung von heute. Evaristo, wie wir neue Zyprioten so sagen. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend, ja, ohne André. Das wünschen wir dir natürlich auch. Ja, die Ersten verlassen das nicht sinkende Schiff. Das macht aber nichts. Lebst du eigentlich im Ausland? Ja, meine Frau und ich leben auf Zypern seit 10 Monaten. Bis Sonntag, Sigrid. Ja, ich bin ein Helfer und Berater und keiner, der viel Verantwortung übernehmen kann, möchte. Also etwas zu organisieren und zu leiten, ist nicht meins. Wenn ich helfen kann, gerne. Okay, super. Dann haben wir auf jeden Fall auch da nochmal eine Hilfestellung, weil ich weiß natürlich, Bruder Manuel, ja, er weiß ja auch Bescheid, den habe ich auch schon das ein oder andere Mal um Hilfe gebeten bei technischen Sachen, bei Hardware, zum Beispiel beim
Modem, ich hatte ja teilweise so schlechtes Internet, da hatten die bestimmt in Afghanistan bei den Taliban besseres Internet. Und ja, da hat mir der Manuel auch sehr gut helfen können, als ich mir dann ein neues Modem geholt habe, weil die Zahlen waren nicht so gut, die Megabytes, die man da hatte. Ich frage mich manchmal, wieso alles so ist, wie es ist, wieso macht das Gott? Nun, als Gott alles gemacht hat, im Anfang war alles sehr gut, schreibt Gott, schreibt die Bibel, sagt das Wort Gottes. Aber was ist heute der Fall? Der Mensch hat diese Erde so schlecht gemacht, wie sie ist. Die Kriege im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die hat ja nicht Gott geführt, das haben Menschen getan. Dass Tiere vor dem Aussterben bedroht sind, dafür sind Menschen verantwortlich. Und für sonstige Gesundheitsschäden, dafür ist die Pharmaindustrie und die Ernährungsweise der Menschen verantwortlich. Deswegen, da ist nicht Gott verantwortlich für irgendwas. Im Gegenteil, Gott hat alles sehr gut erschaffen. Der Mensch hat es letztendlich verbockt. Deine Einstellung ist wunderbar. Meinst du die Computereinstellung? Ja, das ist jetzt die Auflösung. Nein, Spaß. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Einstellung du genau meinst, aber danke für das Feedback. Lieber Bruder, könntest du vielleicht, wenn du magst, ein YouTube-Video über den griechischen Mensch Pater Parsios drehen und ihn unter die Lupe nehmen, ob seine Prophezeiungen von Gott sind? Hat er, brauche ich gar nicht zu machen, hat Mönch Pater Parsios den Sabbat gehalten, die Speisegebote und die Feste Gottes wie Passa oder Posaunenfest? Nein, ja, dann ist es kein Prophet Gottes und da braucht man ja gar nicht weiter zu recherchieren. Das ist das Schöne, die Bibel ist ja so gut, ja, so wunderbar. Wenn jemand irgendwas einigermaßen richtig prophezeit, so einigermaßen schon, man denkt, oh, das könnte ja was dran sein, schau dir an, hätte er das Gesetz, wenn nicht, braucht man nicht weiter auf ihn hören laut Bibel. Ich bin schon sehr gespannt auf das Video, in dem du den tatsächlichen Tag der Auferstehung erklärst. Vielen Dank dafür. Ja, das Video kommt morgen online, kann man sich gerne anschauen. In diesem Fall mache ich kurz nochmal darauf aufmerksam. Oh, irgendwo geht die Alarmanlage auch gerade an. Nicht bei uns. Tja, wer weiß. Und sieh es wieder aus. Ja, morgen kommt das Video online, der Ursprung von Ostern, wann ist Jesus wirklich auferstanden? Am Sonntag war es ja nicht. Und das wird ein Video sein, das kommt morgen online. Am Sonntag kommt das Video CERN erwacht am 8. April, das NASA-Projekt 2024. Denn die Sonnenfinsternis oder der Teufelskomet am 8. April ist nicht das Einzige. Auch CERN und die NASA planen was am 8. April. Es gibt wirklich keine Zufälle. Und dann sind wir am Sonntag, so Gott will, wenn nichts dazwischen kommt, um 20.15 Uhr hier wieder live und auch auf TikTok parallel zum Thema Passahlamm oder Osterhase, was treue Christen wirklich feiern. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da ebenfalls nochmal dabei seid. Und ich gehe dann wieder in mein Studio zurück und gehe zurück auch in den Chat hinein. Wow, also heute ist ja wirklich Rekordzeit. Ein neues Dankeschön mal wieder. Vielen Dank, Patrick Wir 23, Shalom Alechem, Bruder. Und danke für die 5,99 Euro Kanalunterstützung und Wertschätzung. Dankeschön, vielen lieben Dank. Mille grazie, Cinque, muchas gracias und Evaristo, Toda Rabba. Vielen Dank dafür. Ja, und vielen Dank natürlich auch alle, die hier heute Abend wieder fleißig am Schreiben sind, am Teilen sind, am Liken sind und vor allem, dass ihr dabei seid, sonst wäre ja alles gar nicht möglich. Schauen wir mal weiter. Hier waren wir stehen geblieben. Wünsche dir und deiner Frau gottesreichen Segen durch unseren Herrn und König für eure Ehe. Vielen Dank, Ro. Vielen lieben Dank dafür. Auch dir natürlich Gottes Segen. Möge der Herr immer sein Angesicht über euch heben. Amen. Dankeschön. Danke, Markus. Dann weiß ich Bescheid, will keine Fehler machen. Ja, dann, wie gesagt, da man kann mich alles fragen, was man will. Ja, egal was. Ob ich eine Antwort habe, weiß ich nicht. Aber irgendein Bibelvers fällt mir meistens ein.
zu irgendetwas? Zum Beispiel, wenn ihr beim Thema Kalender sind, über den Antichristen heißt es im Buch Daniel, er wird Festzeiten oder Zeiten und Gesetz ändern. Und da werden wir, das sind ja auch schon wieder direkt das Christentum. Die haben ja auch Kalender geändert und die Feste geändert. Es ist ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch nicht schlecht mit deinem PC und mit dem Flug als Handgepäck. Ihr könnt ihr euch vorstellen, als Handgepäck so ein PC, das ist ja ein Tower-PC, das ist ja nicht ein Laptop. Das wäre ja schon die Krönung, aber so ein Tower-PC oder Desktop-PC oder wie man es nennt, ja, den als Handgepäck. Der passt aber auch gerade so da oben in die Schublade. Aber immerhin, er hat es geschafft. Sogar mein Monitor habe ich mitgenommen aus Deutschland. Der war im Koffer drin und hat es auch überlebt. Und unsere Katzen haben es auch überlebt. Jetzt muss nur Ifi wieder zurückkommen. Für den kleinen Racker könnt ihr auch gerne beten. Und dann passt das. Mit 70 hat man immer Beschwerden, vor allem morgens ist der Körper steif. Ja, 70 Jahre, aber du musst dir bedenken, immerhin, 70 Jahre ist ja heute ein biblisches Alter schon, also in demnach. Ist es doch wunderbar. Also meine Eltern sind 75, aber die sind auch noch relativ fit. Die kommen uns dieses Jahr auch wieder besuchen und ich meine, ja, Udo Jürgens hat 66 Jahre gesungen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Gott sei Dank hat er nicht gesungen, mit 666 Jahren fängt das Leben an. Ja, sonst hätte ich mir Gedanken machen müssen. Zusätzlich eine Frage höher. Lisbeth, was? Habe ich da irgendwas? Das wird nicht eine Frage. Habe ich da eine Frage von dir übersehen? Wenn ich eine Frage übersehen habe oder so, stellt sie gerne nochmal in den Chat. Das kann schon mal vorkommen. Weil Gott seinen Geschöpfen Engel wie Menschen an freien Willen und Verantwortung übertrug, am Ende der Zeit wird jedem das zuteil, was er gewirkt hat. Genau so ist das. Deswegen sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Der Mensch hat sich freiwillig dazu entschieden, die Entscheidungen so zu treffen, wie sie getroffen wurden. Luzifer hat sich im Himmel entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Und viele Menschen rebellieren gegen Gott auch, wenn sie nicht die Gebote halten, die Gott dem Volk Gottes, den Menschen, eingegeben hat. Ja, denn der Sabbat, das vierte und längste Gebot zum Beispiel, das gibt es ja nicht erst seit Israel oder Juden oder wie auch immer, bereits am Anfang der Schöpfung hat Gott 6 Tage alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und am 7. Tag am Sabbat ruhte Gott von seinen Werken und heiligte den Sabbat. Ich bin sicher, wenn allein die Menschen diesen Tag allein schon heiligen würden, den Sabbat, würde die Welt schon anders aussehen. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk ist. So ist das, lieber Manuel, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder bekommt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also alle guten Werke, die ihr tut, ihr bekommt die positive Quittung und Resonanz dafür von Gott. Alle Taten, die schlecht sind, die werden auch natürlich auf die Waage kommen. Nur eins ist sicher, im Glauben an Jesus Christus ist natürlich das ewige Gericht, was den Feuersee angeht, von uns gewichen. Sollten wir der Gemeinde den 10. geben, Malachi, oder grillt für uns 2. Korinther? Ja, den 2. Korintherbrief, den würde ich jetzt nicht grillen, wenn dann reine Tiere grillen. Aber ja, der 10. ist auf jeden Fall an die Gemeinde zu geben. Also in die Gemeinde, in die du gehst, jeden Sabbat hoffentlich, statt Sonntag, da würde ich den 10. abgeben, also die Gemeinde, wo du zu finden bist, wo du hingehst. Ja, du kannst den 10. auch splitten und sagst, du gibst den 50% vom 10. der Gemeinde und wenn du noch in eine andere Gemeinde gehst, gibst du den 10. Anteil vom 10. der Gemeinde. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn du keine Gemeinde hast, musst du den trotzdem den 10. abgeben. Dann kannst du ja Lösungen finden und du kannst aus der katholischen, du kannst die Kirchensteuer kannst ja austreten, sodass du keine Kirchensteuer zahlst. Und das Geld kannst du ja dann, hast du ja dann mehr auf dem Konto, das kannst du ja dann mit dem 10. gleichsetzen. Hören wir dich erst Sonntag. So ist das dann. Technik, die begeistert und womit nicht jeder umgehen kann, was auch okay ist. Ja,
Ich wünschte, ich hätte tatsächlich mehr technische Kenntnisse. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, 12 Jahre lang ein und dasselbe Handy. Und es hatte damals noch nicht mal Farbe. Das war wirklich aus dem Mittelalter. Aber naja, also, ich denke mal, solange es läuft, läuft es halt. Shalom, Marc Schillert, Gottes Segen. Shabbat Shalom an Carsten Oelke. Danke für die Antwort in Bezug auf den Mensch Pater Pasios. Ja, weißt du, so kann man sich die Arbeit für das Video schnell sparen, wenn man weiß, woran man falsche Propheten erkennt dann. Einen schönen Abend ebenso und Gottes Segen an Marianne Rösgen. Ja, so sehe ich das auch. Das ursprüngliche Datum Jesu war der 17. Tag des ersten Monats Abib Nissan. Da es aber ein Schabbat innerhalb der ungesäuerten Brote war, war es Sonnenuntergang der Tag der... Und dann geht es gleich weiter, denke ich. Der Erstlingsgaben hier unten. Der erste Tag der Woche, Sabbat immer der Tag, das war ich ja innerhalb der... Okay, jetzt kommt ein längerer Text. Ich sag mal so, in der Bibel steht, dass zu jener Tag ein hoher Feiertag war, als Jesus gekreuzigt wurde. Jetzt denken halt viele, ja, der hohe Feiertag, das kann ja nur ein Sabbat gewesen sein. Aber in der Bibel werden solche hohen Feiertage mit den Festtagen Gottes verglichen. Ja, denn ein hoher Sabbat ist jede Woche, aber die Feste Gottes, die sind ja nur einmal im Jahr, das sind hohe Feiertage. Deswegen ist Jesus nicht an einem Freitag gekreuzigt worden. Aber morgen kommt ja das Video, da kann man sich das gerne anschauen. Top wie immer, danke Bruder. Sehr gerne, Tony Hawk. Auf jeden Fall, sonntags sind wir wieder live. Lieber Bruder, ich feiere kein Ostern, sondern das Pesach, aber ich denke am Ostern, an Jesus Christus, natürlich ohne Ostereier oder Osterhasen ist das in Ordnung. Du kannst jeden Tag an Jesus denken, auch an Weihnachten. Ja, das ist natürlich wiederum was anderes. Es geht ja um Feste halten, Feste heiligen und so weiter. Oder zu lehren des Seinfeste Gottes. Shabbat Shalom, ich wollte damals noch ins Kloster gehen, jetzt habe ich meine Meinung geändert wegen den Trinitariern da drin und dass sie nicht die Gottesfeste feiern, sondern Menschenfeste. Ja, also wenn du für die Gebote Gottes bist und nicht die Trinität hältst, da wirst du im Kloster auch nicht viel Ruhe haben, wenn du mit denen diskutierst. Also dann lieber sich eine passende Gemeinde oder einen Hauskreis zufügen, vielleicht, wo du den Sabbat halten kannst und die Feste. Finde ich, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, aber natürlich, Gott weiß es am besten. Gute Nacht, Bird Lady, Gottes Segen und bis Sonntag hoffentlich im nächsten Livestream und danke auch für die Kanalmitgliedschaft. Erstlingsgaben, da können wir, das hatten wir. Ich danke dir aus meinem tiefsten Herzen, lieber Markus. Ja, immer wieder gerne Juli Lager. Danken wir dem allmächtigen Gott durch Jesus Christus dafür, dass wir das hier alles machen können, machen dürfen. Wer weiß, wie lange das alles noch möglich ist. Und ja, wie gesagt, wir sind auch Sonntag wieder live um 20.15 Uhr, nicht vergessen. Also das kommt ja selten vor, aber ich dachte mir, da leider der letzte Livestream Freitag ausfallen musste, holen wir einfach den nach. Und machen Sonntag noch einen zweiten Livestream, weil Ostern, ihr wisst ja, das ist bei mir Tradition, wenn Weihnachten ist, gibt es ein Anti-Weihnachts-Video, wenn Ostern ist, Anti-Weihnachts-Stream und das machen wir dann auch. Ich nutze meine Handys auch so lange, bis sie nicht mehr gehen oder nicht mehr zu gebrauchen sind, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Mit meinem alternativen System läuft es länger. Okay. Okay, ja, ich denke, so war es auch beim Computer. Klar, das eine oder andere war vielleicht nicht auf dem neuesten Stand, aber es hat dann letztendlich gereicht, um das zu tun, was ich tue. Ich meine, das ist jetzt kein Gaming-Computer. Ich zocke ja nie irgendwie da am PC darum, sondern es gilt ja nur, das Einzige, was ich mit dem Computer mache, ich schaue Videos, YouTube und so weiter und ich mache Videos mit PowerDirector, mit dem Programm und schreibe Texte. Mehr mache ich ja eigentlich nicht. Das war's auch schon. Und dafür reicht es ja aus. Danke, das war sehr interessant. Freut mich, Claudia. Alles Herzliche. Danke, Marc Grunwald.
Danke, Markus, für deine Antwort auf Bezug des Zehnten. Also ist es okay, in einer Adventgemeinde den Zehnten zu geben? Ich kenne nur Gemeinden, die den Schabbat hält. Ja, wenn du in die Adventistengemeinde gehst am Sabbat, dann würde ich auch dieser Gemeinde den Zehnten geben, weil die müssen ja auch Miete zahlen und so weiter. Nur muss ich dir natürlich gleich sagen, dass Adventisten an Ellen G. White glauben. Ja, und Ellen G. White ist laut Bibel eindeutig eine falsche Prophetin. Dazu habe ich einige Videos gemacht, kannst du dir gerne anschauen. Also sei da vorsichtig, wenn du in der Gemeinde bist. Aber lieber am Sabbat bei den Adventisten als am Sabbat allein zu Hause. Deswegen, dann kannst du auch dahin gehen, nur alles prüfen und das Gute behalten. Shabbat Shalom, Lisbeth nochmal. Kannst du den Kanal 999, ja, den Kanal kenne ich. Es ist zwar komplett alles auf Englisch, aber sehr gut zu empfehlen. Die Teachings sind hilfreich. Ich kenne den Kanal, ich habe den aber nicht mehr im Blick, also schau da nicht nach. Ich schaue in letzter Zeit gerne mal wieder auf was von Jim Steady. Es war auch auf Englisch, aber das geht schon. Und ja, aber ich kenne den Kanal. Die sind ja auch für die Gebote Gottes. Das ist schon mal gut. Ja, liebe Naschkatze, dann auch dir noch einen gesegneten Schabbat, ein schönes Wochenende und schon mal eine gute Nacht. Hoffe, du schläfst gut. Zitatentreff, Servus Markus und an alle Zuhörer. Ja. Servus, Zitatentreff. Was hast du denn für ein Zitat? Ich meine, wenn du dich schon so nennst und das dein Bild so aussieht, füg doch gerne mal ein Zitat hier rein, was dir so spontan einfällt, ein Zitat. Bin ich mal gespannt. In China sind manche Städte nicht mehr bewohnbar, weil durch die Handyherstellung das Grundwasser vergiftet ist. Ja, also diese unglaubliche wirtschaftliche Fortschritte, die China da leistet, die haben natürlich auch teilweise große Nachteile. Also wenn irgendwann mal kein Strom mehr ist, dann gute Nacht. Ja, also China und Taiwan, das ist ja auch noch so ein Krieg, abgesehen davon, der vielleicht auch noch bald losgehen könnte. Und das Gefährliche dabei ist, dass Joe Biden, der ja theoretisch für weitere Jahre im Amt bleiben könnte, dass der gesagt hat, wenn China Taiwan angreift, dann wird die USA eintreten, um Taiwan zu helfen. Und schwuppsdiwupps hätten wir auch da den Dritten Weltkrieg, falls es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt mit Russland und NATO. Inwiefern darf man als Frau denn Lehrerin über ein bestimmtes Thema Erfahrung berichten? Ist okay. Ja, du kannst predigen und lehren sind zwei Paar Schuhe. Du kannst über Jesus erzählen, ja, du kannst auch über Berichte, Zeugnisse, alles Mögliche auch erzählen. Lehren heißt, es gibt ja Bibellehrer und Frauen sollen keine Lehrerinnen in dem Fall sein, weil die Lehrer in der Bibel oder in den Gemeinden, die machen diese Tora-Portionen. Die kennst du ja, da ist ein Mann vorne, im besten Falle, und tut dann gewisse Bibelverse vorlesen aus den Bibeln, einige Kapitel, und tut sie dann erklären und lehrt, wie man diese Bibelverse zu verstehen hat und wie man diese Gebote zu verstehen hat und so weiter. Und das ist die Aufgabe eines Mannes. Deswegen solche Tora-Portionen, solche Lehren sollen nur Männer machen. Aber natürlich Jesus predigen, das Evangelium teachen, das kannst du auf jeden Fall. Das sind dann immer zwei Paar Schuhe. Und deshalb glaube ich auch, dass du kein PC für 1000 Euro brauchst. Jedoch, um Videos zu erstellen, braucht man einige gute CPU und Grafikkarte plus viel Arbeitsspeicher RAM. Ja, und da wären wir schon wieder bei 1000 Euro, weil hier auf Zypern ist auch das Problem, dass nämlich das alles importiert wird. Und gerade Geräte technischer Natur, die sind um einiges teurer. Ich glaube, der Fernseher, den wir hier gekauft haben, der war 200 Euro teurer, als er in Deutschland gekostet hätte. Und so ist es dann bei dem PC dann auch. Und ein PC kann ich mir nicht von Deutschland liefern lassen, natürlich. Deswegen, das geht halt leider nicht. Dadurch, dass wir auf einer Insel leben, sind gerade die technischen Geräte teurer. 2. Korinther ist für mich die Antwort, wenn man an heidnische Feste und Tradition festhalten will. Matthäus 15, 8, 9. Gott sei Dank darf ich von deinen Videos profitieren. Allen eine gute Nacht. Ja, es gibt viele Verse in der Bibel, die uns sagen, dass wir von den heidnischen Traditionen, Lehren der Menschen und Menschengebote die Finger lassen sollen.
Da werde ich auch morgen etwas zitieren im Video über Ostern und wann Jesus wirklich auferstand. Aber auf jeden Fall auch dir eine gute Nacht. Jim Steady ist auch gut, aber mir dauern seine Videos auch zu lange. Er hat auch kurze Videos, er hat nicht nur lange Videos. Ja, man kann sich ja dann die kurzen Videos anschauen. Gibt es deutschsprachige Menschen bei euch oder überhaupt schon getroffen? Ja, bei uns, also hier, wo wir leben, hier, wo wir wohnen, kennen wir jetzt keine deutschsprachigen. Aber wir haben hier schon, also wir hören hier auf jeden Fall auch mal das ein oder andere Mal Deutsch. Die meisten aber sprechen Englisch, weil das eine britische Kolonie war. Also hier sind sehr viele Briten. Deutsche sind nicht so oft hier tatsächlich zu sehen. Und natürlich viele Griechen. Ja, so ist es. Gottes Mühlen mahnen langsam, aber gerecht zum Beispiel. Ja, das ist doch gut. Vielen Dank dann für das Zitat. Habe gelesen, dass China bereits für den großen Krieg übt. Ja, wer weiß. Die haben ja ihr Ziel irgendwie Großchina irgendwas. Also das ist ja so, bei China und Taiwan ist genau wie Russland und Ukraine. Die Russen oder Russland betrachtet die Ukraine als Teil des russischen Reiches. Und China betrachtet Taiwan als Teil des chinesischen Reiches. Ihr könnt jetzt auch Deutschland sagen, ach wisst ihr was, liebe Österreicher, ihr seid zwar ganz nett, aber eigentlich habt ihr ja mal zu uns gehört, wir nehmen euch mal wieder euer Land. Ja, das ist, wo kommen wir denn dahin, wenn es hier das machen würde? Was war seit Ewigkeit mal wieder in der Kirche, wo ich einst die Kommunion erlebt habe? Das Erlebnis war für mich irgendwie ein wenig wie Psalm 39. Ja, dann warst du in einer katholischen Kirche. Naja, ich bin natürlich ein Kritiker der katholischen Kirche. Aber ich weiß noch, ich bin ja auch katholisch getauft als Baby. Vielleicht bete ich mal das nächste Mal, wenn ich nach Deutschland komme, in dieser Kirche und bete dafür, dass die katholische Kirche endlich meine Reformation startet. Okay, dann kann ich auch über Niesien lehren, zum Beispiel Ernährung, Gesundheitsthemen. Ja, das kannst du. Ist sogar eigentlich eine gute Sache, wie man sich gut ernähren kann, über Speisegebote und so weiter. Das würde ich jetzt kein Problem sehen. Hallo Markus, ich würde gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Ich habe viele Fragen, alles liebe Juli Lager. Ja, du hast viele Fragen und ich bekomme natürlich auch sehr viele Fragen. Und falls, das ist halt immer so eine Sache, falls die vielen Fragen, da wir jetzt am Ende sind des Livestreams, da wird es heute ja nicht mehr klappen. Wir sind am Sonntag wieder live um 20.15 Uhr hier auf diesem Kanal. Wenn du möchtest, stell gerne da deine Fragen. Das macht es mir ein bisschen einfacher, nämlich wenn ich direkt mündlich sozusagen drauf eingehen kann. Ansonsten schreib mir gerne eine E-Mail, markus2012@hotmail.de, Markus mit C. Dann kann man mal gucken. Ebenso eine gute Nacht an Nathalie und Gottes Segen. Und auch an Victoria eine gesegnete Nachtruhe. Und ein schönes Wochenende, einen schönen Schabbat. Danke, dass du da warst. Und zu Gott will dann bis Sonntag. Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein. Ob aus Langmut es sich säumet, bringt mit Schärf er alles ein. Friedrich von Logau. Ja, also manche Zitate machen auf jeden Fall natürlich Sinn. Ich hatte auch mal... Ich gucke mal gerade, ob ich das Zitat finde. Sortiert und dort. Mal gucken. Das war's nicht. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, das war auch, also ich fand es auch ein sehr gutes Zitat. Ah ja, hier.
Erich Kästner, er sagte, wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie, so groß wie heute war die Zeit noch nie. Nee, wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie, so groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. Ja, wenn man warnen will, der wird mit Verachtung gestraft. Das war ja wirklich bei Corona so. Und Dummheit wird zur Epidemie. Und was ist Dummheit laut Bibel? Gottlosigkeit ist Dummheit. Und das ist ja mittlerweile so. Die Gottlosigkeit nimmt Überhand. Und so sieht es dann auch in der Welt leider aus. Ah, okay, verstehe. Dann kommt man wohl schnell an die 1000 Euro heran. Bei Notebook billiger bekommt man günstiger Teile für PC her und ansonsten auch bei Alternate. Ja, also ich sag mal so, wenn, also ein Computer ist natürlich für mich unanwendbar. Also da investiere ich lieber ein bisschen mehr und habe auch was davon als so ein Computer aus dem Ersten Weltkrieg oder so. Also ist das, was das angeht, da investiere ich schon lieber ein bisschen mehr. Ja, ohne Papstreformation, richtig. Das wäre gut. Aber gut, wenn Jesus kommt, ist sowieso vorbei mit Papst. Gute Nacht, Patrick, wir 23 und danke nochmal für die Spende von vorhin. Gottes Segen, schönen Abend euch, vergiss nicht das Gebet vor dem Schlafengehen. Sehr gut, danke auch dir, Gottes Segen und schon mal eine gute Nacht an Dom. Okay, cool, danke für deine Ansicht. Sehr gerne, Julia, doch gern geschehen. Ja, und da hat Eliasa direkt die Frage mit Ernährung, ob man sich da gut auskennt. Unser Technikspezialist hat da wiederum Nachholbedarf, aber ich kenne mich weder damit noch damit sehr gut aus. Jeder hat Stückwerk an Talent und an Wissen. Und wir sind unten angekommen im Chat. Oh, heute waren wir 2 Stunden, ja, fast 2,5 Stunden online. Interesting. Okay, dann würde ich sagen, dann zum Schluss. Ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. So ist das auch, liebe Dani. Es gibt viele Wege, die angeblich zu Gott führen, aber Jesus ist der einzige Weg, der zu Gott führt. Und es gibt keinen Umweg. Man kann nicht denken, ach, Jesus als Weg will ich nicht. Ich guck mal hier, ich guck mal da. Das ist sowieso falsch. Deswegen, viele Wege führen nach Rom, sagt man, aber nur ein Weg führt ins Reich Gottes, nämlich Jesus Christus. Danke für die tolle Gemeinde, Bruder Markus, und noch einen schönen Schabbat. Vielen Dank, Ro, auch dir einen schönen Schabbat und Gottes Segen. Ja, solange du dir nicht die neuen, nee, Nvidia-Grafikkarte mit künstlicher Intelligenz holst, die an der Börse mit sehr viel Geld sind. Ich denke nicht. Also ich habe immer gehört, eine GeForce wäre gut, aber ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht aus. Aber KI-Grafikkarte, das habe ich nicht wahr. Ich hab zwar ChatGPT und mache damit diese Bilder, aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun. So, gut, dann würde ich sagen, gebetet habe ich ja vorhin schon. Ich würde euch dann gerne zum Schluss wie immer nochmal segnen. Zunächst auf Hebräisch und dann auf Deutsch. Und nochmal kurz der Hinweis, morgen das Video der Ursprung von Ostern. Wann ist Jesus wirklich auferstanden? Am Sonntag das Video CERN erwacht am 8. April, das NASA-Projekt 2024 und wir sind, so Gott will, wieder live am Sonntagabend um 20.15 Uhr zum Thema Passadam oder Osterhase, was treue Christen wirklich feiern. Und ja, ich hoffe, ihr konntet vielleicht das ein oder andere auch mitnehmen heute beim Thema die biblische Hochzeit, ein Bund für die Ewigkeit. Ich danke allen Geschwistern, dass sie dabei waren oder noch dabei sind. Ich danke allen fürs Liken, fürs Teilen, fürs Fragen, fürs Kommentieren. Danke auch an alle Geschwister, die heute auch den Kanal finanziell nochmal unterstützt haben mit ihrem Super Thanks. Vielen Dank, mille grazie auch dafür noch einmal. Und dann würde ich sagen, segne ich euch nochmal auf Hebräisch und dann auf Deutsch.
Yevarechecha Adonai veYeshmerecha. Ya'er Adonai panav alecha veroneka. Yesa Adonai panav alecha veYasem lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. In der Welt haben wir Bedrängnis, sagte der Herr, aber in Jesus Christus haben wir einen Frieden, den uns die Welt so nicht geben kann. Und diesen Frieden durch den Friedefürsten, das ist ewiger Frieden. Und darauf setzen wir alles, alle unsere Karten, die wir haben, unsere Hoffnung, unseren Glauben und unsere Stärke. Denn wir wissen auf jeden Fall, früher oder später wird alles besser. Es wird zuvor erstmal alles noch sehr weit schlimmer. Aber am Ende des Tages gibt es ein großes Happy End und da danken wir Gott, dass er uns das schon prophezeite in der Bibel. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod, keine Ungerechtigkeit und vor allem keine Streitereien und Ungemeinsamkeit. Denn Jesus betete, wir sollen alle eins sein, eine Einheit, wie Mann und Frau, so auch die Gläubigen, sind wir nicht, weil jeder irgendeiner Konfession angehört, die laut Bibel abgeschafft gehört. Deswegen beten wir für eine Erweckung im Christentum, dass die Menschen erkennen, dass die Gebote Gottes heilig, gerecht und gut sind, wie Paulus sagte, und dass wir dann wirklich eins sind, wofür Jesus ja auch gebetet hat. In diesem Sinne, ich freue mich auf Sonntag. Übermorgen sind wir ja schon wieder live auf YouTube und auf TikTok. Und ja, frohe Ostern wünsche ich niemanden, aber eine gute Nacht schon. Gottesreichen Segen, einen wunderschönen Schabbat noch. Liebe Grüße und vielen Dank an Manuel natürlich auch, dass du wieder am Start warst heute Abend, unser lieber Bruder und Admin. Und ansonsten nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war und das ist und das bleibt in aller Ewigkeit. Der Herr der Herren, das Passalam Gottes, der Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus. Amen, Shabbat Shalom, Gottes Segen und bis Sonntag. And see, Satan, who knows how it all operates in the heavenly realm, he already not only experienced the power of God, but he experienced the wrath of God. And so he trickeried his people, Adam and Eve, from the very beginning. Satan's plan is just to speak into your ear and say, God doesn't really mean what he says. You will not surely die. And he's been using that trick ever since, because God's law is not evil. It's not bondage. May it never be. Paul himself said in Romans chapter 6, verse 1, just because faith came, because Jesus came, does that make void the law of God? Because some people were believing that. And he said, may it never be. We uphold the law even more. But we do it under the understanding of the Spirit of the living God through his Son, the High Priest, the Melchizedek, Yeshua the Messiah. Why are you all here? Because there's something from within you that tells you there's got to be more. The Torah holds the universe together. The Torah holds families together. The Torah holds your body together. The Torah holds cells and atoms together. It's exciting to know that we are the remnant that Scripture is speaking about. You can come back to the covenant because the Messiah paid for your sin, freed you from the law of adultery, and all you have to do is follow him. Why is the Son of the living God coming? He's coming to take his bride and teach us how to love him. If you are Israel, say amen. No, if you're Israel, say amen. Say, I am Israel. And I am here to praise the great I am. Give the Lord a blessing tonight and a praise offering. He is worthy. God is worthy. May the Lord God bless you and keep you. May his face shine upon you. May he be gracious to you. May his countenance be lifted up over you, and at the end of your day, may he give you shalom. Bless you guys. We'll see you next week. Shabbat shalom.